Hallihallo, Hallöchen und damit recht herzlich willkommen zum Stream Teil 1 von 3 von Stream von Monat. Juli. Das Boss voll cringe, Digga. Naja, okay, ich war jetzt auch sehr kreativ. Also ich habe ja vorher schon angedeutet, moderativ schwierig heute. Ergo, als ob man den Streamer blockieren kann. Also für die, die gerade erst zugeschaltet sind, ich habe ja ironisch gesagt, da hat jemand viermal was gleichzeitig gepostet, aka ich in den Chat und dann, ja, jetzt könnte man schon auch irgendwie mal bannen, meiner Meinung nach. Aber kann man interessanterweise machen. Ist witzig. So, was machen wir jetzt heute? Wir fahren eine Runde Train Simulator, das heißt ja nicht mehr TS22, sondern TS Classic. Ist ja egal, wie es heißt. Und... Nee, mal bitte nicht ausprobieren. Das können wir mal. Wir können das mal irgendwann anders mal andersweitig ausprobieren. So, wir fahren heute mal ein Szenario und zwar stehen wir hier. Mach mal nicht. Ja, du mach mal nicht, du, ne? Also, wir stehen jetzt hier in. Ich fahre die schweren Geschütze auf. Wir stehen jetzt hier in Karlsruhe am Hauptbahnhof und. Wie wir uns schwer erkennen können. Ja, gut, so ist es ja nicht ganz so crowded und es ist aber ja, wir stehen auf Gleis 4. Und. Ich habe heute eine klitzekleine Rundreise gemacht. Ja, und da bin ich auch entsprechend diese Strecke abgefahren. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich da für Ewigkeiten mal ein Szenario dafür gebaut habe, was zwar nicht realistisch ist. Also es hat einen realistischen Fahrplan mit ein paar zusätzlichen Halten und ein bisschen an der Realität angelehnten KI-Verkehr. Und falschen Fahrzeugeinsatz, weil wir fahren jetzt hier einmal die S9, das früher RB2 hieß. Aber das ist doch das... Genau, das ist der Syvex, genau, und eigentlich wäre es der Mireo, aber es gibt keine Mireo. Deswegen fahren wir den Syvex, der jetzt, DB Regio hat den jetzt einfach mal eingedings, wir fahren euch den RE1, aber wir können halt da trotzdem Mannheim schildern, von daher. Wo Mireo? Merkel, der Schwabe, Merkel gibt Mireo. Ja, genau, also das ist so das Ding. Da hatte ich gefühlt, also das war so das erste Mal, dass ich wirklich mal was gebaut habe. Und da habe ich, glaube ich, Tage, Wochen reingesteckt. Da war richtig viel Arbeit drin. Also Tage, das Fahren, Wochen. Tage, Wochen. Und wir haben auch relativ viele Halte. Das heißt, das ist der Zug, die S9 mit Abfahrt 1654 ab Karlsruher Hauptbahnhof. Die macht ein paar Überholungen mit, also passiv. Das ist echt ganz witzig. Und wir fahren bis Großrohrheim durch, was ja auch nicht regulär ist. Ich könnte mal die Türen freigeben. Genau, also es hat ein paar Besonderheiten. Das Ding, eigentlich würde der bis Grabenneudorf nicht halten, sondern eben durchfahren. Jetzt tut der das, weil er das tut. Also Karlsruhe-Hagsfeld, was ist denn dazwischen? Ich sehe es ja in der Liste. Blankenloch, Friedrichsthal, Mitte. Ach genau, das ist uns auch falsch, aber das ist halt, weil die Karte noch alt ist. Das heißt, es wäre eigentlich Friedrichsthalbahn. Genau, dann geht's oben weiter, Schwetzingen, Gedöns und so. Also, es ist basically Frankfurt Highspeed so zu 2/3 abgefahren mit einer S-Bahn, die überall hält. So, und da ist halt sehr viel Stuff drin. Ich konnte das so noch bisher nie, also zum Downloadstellen ist wahrscheinlich schwierig, weil ich habe da mal Ansagen reingedöns. Deswegen wird das wahrscheinlich irgendwie, müsste ich das wahrscheinlich irgendwie rausnehmen. Aber genau, hier und da und so, das ist irgendwie... Ich habe das heute mal zum Anlass genommen, weil ich mir gedacht habe, jo, dann kann ich erzählen, weil ich da heute lang gefahren bin. Von daher, jo. Jo. So, jetzt habe ich lang geplappert, jetzt kommen wir mal wieder. So, wann ist denn hier alle eingestiegen? Ja, genau. Und, ich habe das gerade gesehen, auf dem Gleis gegenüber, fährt abweichend am Bahnsteig gegenüber ein, ist noch ein ICE gewesen, der halt voranfährt. Das heißt, wie immer. Genau, wir haben jetzt hier einen ICE, der theoretisch um 50 hätte abfahren müssen. Und deswegen haben wir jetzt Verspätung. Der war ein bisschen, genau, hat ein bisschen Verspätung gehabt und jetzt haben wir gerade, jetzt haben wir gerade Abfahrt, das schauen wir mal hinten. Alles zu, das heißt, wir können los. Genau, also das ist so das Ding, das ist immer der Witz der Fernverkehr und das ist ja auch ein Grund, warum es liegt ja auch an dieser großen Gütermagistrale Gedöns da, Basel hoch da, Schweiz, internationaler Korridor Gedöns, also da ist ja, relativ viel... nicht nur Fernverkehr, sondern eben auch Güterverkehr. Von daher ist es halt ein bisschen kritisch. Ja, sonst hatte ich ewig geplappert. Das ist jetzt irgendwie, aber es war mal kurz notwendig. So, hier sind 40. Dann machen wir hier mal langsam. So. Ist doch schön, dass du redest. Da muss ich schon weniger reden. Ja, am Anfang, ich hatte ein bisschen was zu erklären dazu. So, und das hat, wie gesagt, dann, also das passt auch überall nicht. Überall steht Zeug, was nicht passt. Aber es war, wie gesagt, so meine ersten Gänge. Und ich bin zumindest mit dem
mit dem Spielspaß damit ganz zufrieden. Also der, man hat viel Action, finde ich, und genau, das war so meine Idee dahinter. Und da stehen sogar ein paar abgestellte Dojos und in der City so, das ist ja auch tatsächlich meistens eigentlich ganz richtig. Ich habe auch probiert, die Güter Verladebereiche ein bisschen zu bevölkern. Das heißt, da sehen wir dann wahrscheinlich auch, so, wir dürfen uns auf erstmal auf 60. Da werden wir dann auch was sehen. Und genau, das wird es dann ungefähr so sein. Also wir können ja gleich mal da vorne quasi einmal rechts rauslugen. Und dann sehen wir das einmal. Machen wir Luigi. Luigi, genau. Solange wir nicht lügen, ist das, glaube ich, hoffentlich irgendwie in Ordnung. Machen wir Luigi. So, 140. Jetzt müsste aber gleich die erste Ansage kommen. Irgendwie. Meine Damen und Herren, ja, genau. Herzlich willkommen in der S-Bahn Rhein-Neckar. Ja, passt nicht ganz, ist die ältere Ansage und die sagt nur Mannheim Hauptbahnhof, aber ja, war closest, was dran gekommen ist. So, genau, da rechts stehen auch die, so, genau, da stehen auch einige Gedöns. Das haben wir gleich noch, von da, genau, da haben wir eine Einfahrt. Die Intercity-Linie nach Nürnberg, die mit Intercity 2 bedient wird. Mit genau, Dostu Intercity. Und da auf der Fernverkehrsstrecke halt viel los ist, müsste uns auch gleich noch einen ICE entgegenkommen, der, glaube ich, im Blankenloch eine S9 überholt haben müsste. Ach, keine Ahnung, da ist relativ viel Stuff auf jeden Fall am ongoing. Ne? Und wie gesagt, da ich mir heute ein bisschen weiter als Mannheim oben da, ne, rumgedüst bin und Euro-Ticket fahren und so, mit schönen Ausflug gemacht, deswegen habe ich mir gedacht, da können wir das doch mal irgendwie hier tun. So. Genau, auch wenn es das falsche Fahrzeug ist, habe ich ja komplett erschlagen, ne? Also ich habe euch jetzt auch irgendwie stumm gekriegt, ich sehe das schon. Aber hey. IC2 gleich Teppich, ehrlich. Ja, ist das gleiche Fahrzeug, ja. Das sind ja wirklich die Dosto-Wagen, halt mit Teppich und anderen Sitzen. Also die anderen Sitze muss man schon appreciaten, muss ich sagen. Wenn man die mag. Ja, und ich meine, es gibt ja in anderen Ländern auch, es gibt ja auch zum Beispiel Fleur 3 in, boah. Es gibt auch Fleur 3 im Fernverkehrseinsatz und so, jetzt nicht bei der DB, aber ne, es gibt schon wilde Kombinationen. Weil ich mir den sogar noch halbwegs wirklich gut vorstellen könnte. Ich meine, der Süwex, den wir jetzt hier haben, der ist ja auch eigentlich ein relativ, also der wird ja so als Premium-Regionalzug vermarktet. Ja. So, ich glaube, wir müssen ein bisschen schneller bremsen, dann kommt ja die Ansage oder habe ich die jetzt überquatscht? Ah. Karlsruhe, Haxfeld. So, Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Fährt auch nur 160 km/h, der IC2. Ja. Wie der Fleur 3. Ja, was ich immer lustig finde mit, ja, wir fahren ihn nur auf Strecken, wo das auch nur so ausreicht und dann fährt er über Schnellfahrstrecken, die schneller zugelassen sind und genauso mit dem IC4, ja, der fährt auch nur auf Strecken, wo nicht 300 gefahren werden kann und ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht, nicht immer so das Ding. So, ja, hier haben wir jetzt ein bisschen Reise vor uns, ich hoffe, ihr macht die mit uns mit, aber das sollte euch ja, denke ich mal, geläufig sein, wenn ihr des Letzteren, des Häufigeren auch vielleicht das ein oder andere Mal eine Regionalzugfahrt mitgemacht habt, die ein bisschen länger war. Ich meine, hier kommt man relativ zügig nach Mannheim, das muss man schon sagen. Also das habe ich heute auch gemerkt, das ist eigentlich relativ fix. Guten Abend. Wenn wir jetzt nicht da die ganzen Überholungen mitmachen würden. Was aber eben den Spielspaß erhöht, finde ich. Den normalen Fahrspaß bestimmt nicht. Also den mit Fahrspaß für Fahrgäste sicherlich nicht, nein. Zu spätes Losfahren und Apropos Mitfahrspaß, wollen wir ja das eigentlich erzählen mit dem Bussimulator? Wir können doch gerne erzählen. Da kann ich mal ein bisschen auch meine Klappe halten. Also, guten Abend zusammen, war heute auch unterwegs, aber bin nur bis Germersheim gekommen. Eigentlich wollte ich Murktäler fahren, aber das musste wegen des Streams verschoben werden. Oh. Bussimulator, genau, mitfahren. Wir hatten als kleines, schnuffiges Easter Egg für den Stream geplant, eine Runde zusammen Bussimulator zu fahren. Ja. Und zwar wirklich zusammen. Josh als Manni und ich als Kontrolleurin. Aber der Bussimulator hat einen Bug. Immer wenn der eine den Host macht und der andere joint, dann bricht es beim Host das Spiel ab.
das genau einmal hinbekommen. Von 100 Mal probieren, na 100 ist übertrieben, aber 20 Mal mindestens, hat es einmal geklappt. Das heißt, wir haben das auch mal eine Runde getestet und so. Und ja, also Unreal Engine Crash gedöns und ich habe das auch mal gleich halt gemeldet und so, ne? Weil kann ja sein, das ist was ganz Spezifisches, aber der ist bekannt, da wird dran gearbeitet. Was halt schade ist, weil du basically jetzt echt kein Multiplayer spielen kannst, so das erste Mal, wo wir echt Bock darauf gehabt hätten. Also es fand ich super witzig und ich hätte gerne die Kontrolleuse gemacht. Es ist im Stream, finde ich, echt ein witziges Gimmick so. Also da kann man dann halt irgendwie zu zweit und ach, das ist schon irgendwie. Für solche Sachen ist das, glaube ich, eine ganz witzige Sache. Genau. Aber das wäre für mich als Mitreisende natürlich auch Fahrspaß gewesen. So, ist noch ein bisschen. Okay. Ich fahre mal nur 140, ne? Das ist ein bisschen Dingens da sparen, Strom und so. Ein bisschen, ja, Zeit. Stimmt, die fahren in Hannover, ich habe irgendwo, genau, die fahren auch S-Bahn-Dienste, die Flirt 3. Flirt. Also der ist tatsächlich relativ weiträumig eingesetzt im Sinne von breites Spektrum, also von S-Bahn bis zu... Oh, jetzt sind wir gleich im Blankendorf. Ja, müsste auch gleich die Ansage kommen. Jetzt habe ich uns ein bisschen aufgehübscht, weil die Karte ist auch nicht the beauty from the world. Da war es ein bisschen nackig. Und Station. Das wollte ich so nicht stehen lassen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So ist das wohl. Jetzt sind, glaube ich, noch die Ansagen genau von der, also früher, als es noch die RB2 war. Deswegen sind jetzt mittlerweile halt neue. Morg Taylor können drei Leute hier empfehlen. In der Tat. Ist eine sehr schöne Erfahrung und ich werde nächste Woche noch für Leute, die noch auch Interesse haben an irgendwelchen Ersatzzugdiensten und N-Wagen und Gedöns, in den Stuttgarter Netzen, was ist das, RE10 A oder B, zwischen Mannheim und Heilbronn, fahren aktuell noch nächste Woche, unter der Woche quasi ein Umlauf-N-Wagen und ich glaube ein alter DR-Dosto. Und südlich von Stuttgart nach Tübingen runter fahren noch bis Ende 2023, also jetzt noch 1,5 Jahre, gibt es einen Umlauf, auch mit N-Wagen und mit einer Baureihe 110. Also das ist irgendwie ganz, ganz witzig. Der fährt ganz alleine ohne mich. Das ist halt leider, genau, es ist halt leider unter der Woche Ding. Ich kann mir das zum Glück relativ flexibel einplanen. Genau, das ist halt so das Ding. Das sind halt diese Verstärkerzugdienste und dann habe ich mir gedacht, jo, dann nehme ich das mal irgendwie mit. Was hat denn hier? Oh, Oxymora. Ich hab, warte mal, stimmt, das hat mich irritiert. Vielen Dank, Oxymora. Mich hat der Sound angenervt, deswegen klingt es jetzt anders. Ich hab gedacht, wo kommt der her? Hat jetzt irgendwie sein Handy vibriert. Warte mal, erstmal hallo. Vielen Dank für die 10.000 Kaffee. Erstmal schönen guten Abend zusammen. Ich bin leider verhindert, aber ihr werdet mich nicht los. Viel Spaß euch. Dankeschön. Dir auch einen schönen Abend, was auch immer du vorhast. Dankeschön. Genau, es ist wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich besser, sondern es ist wirklich besser als der Stream. Also, ich würde im Prinzip alles über den Stream. Ich würde auch den Mondtäler, ehrlich gesagt, über den Stream priorisieren, muss ich sagen. Meine Meinung. Ich habe heute auch übrigens Reisen über den Stream priorisiert. Deswegen war zwischendrin mal 19.30 Uhr, weil ich gedacht habe, oh, ich komme aber spät nach Hause. Aber es hat das dann noch 19 Uhr locker gereicht. Aber ja. Wenn nicht, hätte ich ja früher schon anfangen können. Jetzt mir nur sagen müssen, was ich mache. Ich hätte auch Just Chatting Stream oder Hausflipper oder so. Es wäre halt echt, das Problem ist halt, da ich leider, ich habe nicht so einen An- und Knopf, sondern ist auch vorgesehen, ich habe relativ viel hier und den Stream-Key rein copy-paste und hier und da ist es relativ, also Twitch ist, glaube ich, wirklich easier so mit Click and Go. Du musst mich einfach mal einarbeiten. Ja. Wir machen jetzt wirklich mal mehr Einarbeitung und dann wird das. Genau, und den habe ich auch schon gesehen, mit dem bin ich sogar schon mal gefahren. Der RB17C. Da gibt es einen Umlauf mit einem Y-Wagen, also Steuerwagen, und einem Dosto mit einer Baureihe 111. Und der pendelt auch immer einen ganz kleinen Bereich, der RB17C. So, hi, Kollege. Naja, besser als der Stream. Wirklich, aber es gibt auch Essen vom Grill. Vielleicht schaue ich mir den noch mal. Oh, lass es dir schmecken. Guten. Richtig gut. Richtig gut. Genau, also RB17C hatte ich, glaube ich, sogar schon zweimal gemacht. Bei uns gibt es heute Linsen. Jo. Und Fisch. So, kurze Anekdote. Hier rechts fährt ja die Stadtbahn.
Die S2. Und die habe ich mir gedacht, ja, so damit halt ein bisschen mehr los ist. Genau, der fährt noch häufiger mal, das ist richtig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich bin schon beide Richtungen immer mal gefahren. Also einmal komplett durch, nur, also einmal Ludwigshafen nach, genau, da mussten halt Mofi, James, Luisa dran glauben. Sind ganz früh schon nach Ludwigshafen gefahren, um direkt ab der Bereitstellung quasi mitzufahren. Also dann einmal komplett bis Freudenstadt durch. Und diese kleine Teilabschnitte bin ich auch immer mal in die Gegenrichtung gefahren. So bis Karlsruhe. Genau, Bruchsalbretten, der RB17C. RB17C. RE17B nach Stuttgart. Ja, oder Pforz. Nee, warte ja, mal. RB, nee, RB nee, ist. RE ist Mühlacker, Heidelberg, ja. Gedöns. RB sind, ach ja, es ist ein komplexes System. Mofi meint übrigens, was für dran glauben, hatte mega Bock. Okay, nice. Ich glaube, die anderen mussten dran glauben. Und uhrzeittechnisch musstet ihr dran glauben. Es ist um 6 irgendwie, 6 Uhr irgendwas los. Das stimmt. Und ich hatte ja auch keine Bauchschmerzen mehr an dem Tag. Jo. Ansonsten wäre ich ja nicht mit. Also musste ich ja nicht dran glauben. Wie geht's uns denn? Oh, sehr gut. Ich kann euch, wie gesagt, echt empfehlen. Das habe ich heute auch nicht das erste Mal gemacht, aber eigentlich ja was vorgehabt, aber mich dann um. Ich war es ja nicht involviert, aber eigentlich hatte ich dann auch was vor. Aber ich habe mir gedacht, da habe ich einfach mal Bock, wohin zu fahren, was halt am Wochenende besser klappt als unter der Woche, verständlicherweise. Und deswegen habe ich halt, wie gesagt, immer so eine schöne kleine Reise gemacht. Da kommen wir auch noch lang. Also ich bin nach Mannheim gefahren, am Hafen gewesen und ach, hier und da Heidelberg, da gut, da kommst du halt nicht hin, aber es war ganz schön. Es war richtig schön. Ich mag das, wenn es so schön warm draußen ist und dann in der Sonne und ach. Sieht man, dass ich nicht bin ich rot, oder? Nee, du bist ich habe mich ganz fein eingecremt. Ja. Ich hatte dir auch Sonnencreme. Ich wollte gerade sagen, ist ja wirklich wichtig. Also wenn man dann halt irgendwie 5 Stunden in der prallen Sonne irgendwie sich aufhält. 10 Liter Wasser trinken und ja. Aber es ist schon schön. Also finde ich, das macht doch immer ein gutes Gefühl. Es macht gute Laune. Das macht das einem... Ach, ich finde das cool. Also ich bin echt ein riesen Fan auch von diesen... Freizeitaspekt vom 9-Euro-Ticket, muss ich sagen. Die bin ich irgendwie auch ganz. Finde ich irgendwie gut. Klar, das ist immer übertrieben in so richtig touristischen Zielen, aber die nicht touristischen Ziele lassen sich ja gut anfahren. Also, ich sehe sie für mich touristisch. Keine Leute besuchen gerne irgendwelche Häfen. Aber ja, ist halt so ein Dingens von mir. So, genau, hier die Haltestelle ist irgendwie versetzt. Das passt irgendwie nicht ganz so. So. Jo, genau. Ah. Genau, es ist sehr viel Verkehr auf der Schiene. Das wollte ich hiermit auch zum Ausdruck bringen. So. Jetzt haben wir in Graben-Neudorf eine Überholung. Deswegen haben wir ein bisschen Aufenthalt. Und wir halten nicht an den Durchfahrtsgleisen, sondern an Gleis 4. Ja, ich muss auch mal ein bisschen mich, ich muss ganz ein bisschen so, es sind wieder 10 grobe Fehler drin, die man halt so nicht macht, die im Bahnbetriebsalltag so nicht vorkommen, aber ist mir egal, es macht Spaß. Ich will auch nach Ludwigshafen, ist mir aber zu früh, lieber auf dem Rückweg. Ja genau, wir sind halt wirklich kurz nach 6 aus dem Haus, ne, aufgestanden und ja, aber so die Größenordnung, dass wir da halt irgendwie pünktlich hinkommen. Zurück ist aber auch cool. Also zurück ist, finde ich, fast noch cooler, das Feeling, weil da ist es halt schon richtig warm und da hat man so dieses Fenster offen und rausguckt Feeling nochmal mehr, weil morgens hätte man es ein bisschen frisch noch um die Uhrzeit, um so dieses coole Fenster öffnen Feeling mitzuhaben. Jo. Hi. Ich fahre mir nicht wieder an. Also ich glaube, das muss ich irgendwann doch, ist da nicht die, wo muss ich doch das Signal? Ja, ist egal. Signal, egal. Ist das hier? Oh ja. So, dann müssen wir einmal... Map. Was, das habe ich gar nicht Blanken noch gezeigt, wo ich ein bisschen die Gegend aufgehübscht habe. Naja. Aber Fenster runter war schon cool. Ja, eben, das ist einfach schon cool. Überhaupt auch, dass das Fahrgefühl und so, also es ist schon, ich muss ein bisschen schneller, langsamer werden. Spielst du TSW 2 heute? Nee, also das ist heute unser einziger Zugteil. Wir machen nachher, was machen wir denn eigentlich noch? Ich hab dich gefragt vorhin. Du hast also mir keine Omsi Antwort und ich gegeben. Hab eigentlich noch was anderes gedacht. Ach so. Ich wollte überlegen, ob wir trotzdem Bus oder Singleplayer eine Runde machen, weil bei der VDL neu ist. Graben-Neudorf. Trotzdem oder es besteht Übergang zum übrigen Regionalverkehr.
den Aufstieg in Fahrtrichtung ETS, dieses neue Update-Teil angucken. Also einen anderen Teil, der dann nicht noch irgendwann woanders zu sehen ist. Und irgendwas wollte ich noch erzählen. Ja, oder halt dann doch nochmal irgendwie was nochmal um sie oder so. Also zweimal um sie, also einmal um sie auf jeden Fall und das zweite Mal können wir substituieren durch Bus-Simulator oder ETS, das weiß ich noch nicht. Können wir nachher entweder eine formelle Umfrage machen mit wirklich ich einblenden. Eine richtige Umfrage, okay. Cool. Dann machen wir doch aber gleich, wir haben gleich Aufenthalt, ne? Sonst haben wir nämlich ein Vorsignal dafür Halt erwarten. Und wir preschen etwas auf die Seite und dann müssen wir auch relativ bald, genau, A, müsste jetzt, wenn er nicht schon da steht, ne, wir sind zeitig gut, müssen auch gleich zwei andere Züge einfahren, die Umsteigemöglichkeiten, naja gut, nicht Umsteigemöglichkeiten, aber nicht alle Umsteigemöglichkeiten, also auf Gleis 1 fährt noch einer ein, der nach Karlsruhe fährt und rechts von uns noch eine S33. Wann glaubst du, kommt die BR420 für TSW 2? Gute Frage. Ich warte da auch schon echt. Find ich eine schöne Sache. Freue ich mich, wenn es so ist. Keine Ahnung, wann das so sein wird. So. Wir sind ja Gleis 5. 4. Ah ja, 4. So. Und dann einmal der 5 müsste da noch einer kommen. Genau, da kommt schon die erste. Ja, genau. Also, die KI ist halt statt Mirio Baureihe für 25, die ja davor gefahren sind. Sonst kann ich einmal die Umfrage einstellen. Guten Abend. Uns geht's ganz gut. Wie geht's euch? Chat. Ich kann ja trotzdem mal in die TSW2. Wir können es auch wieder Vollständigkeit reintun oder. So, das läuft jetzt einfach eine Weile. Achso, das kann ich auch nicht mehr auf. Ich wollte eigentlich noch kurz auf Toilette, aber das ist jetzt auch ein bisschen kritisch, wenn ich jetzt. Ja, wir haben dann doch nicht mehr so viel Wartezeit hier. Naja. Bei mir war heute die S33 auf der 4 und die S9 auf der 5. Wiederholung. Aber die endete auch in Graben-Neudorf, die S9. Wild. Also die Züge hier haben auch richtige Zugnummern, muss ich sagen. Und zwar überholen, also wurden wir gerade tatsächlich überholt von ICE. Oh, ja, die haben richtige Zugnummern in der ersten Iteration. Ich habe das dann leider irgendwie kaputt bekommen und danach, ja. Deswegen haben die doch nicht alle richtige Zugnummern. Schade, aber die sind alle an reale Fahrt, also die haben alle quasi einen realen Hintergrund. Also der zum Beispiel, ICE 77 oder so, also die haben alle einen realen Fahrplan-Hintergrund. Bei ein paar weiß ich sogar noch, was das ist. So, wir haben noch ein bisschen, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, die Umfrage fällt sehr, ja, irgendwie sehr, wer hat damit wohl gerechnet auf dem Kanal hier? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, also wer kann damit wohl... So, ich finde schade, dass man die Dinger nicht beschriften. Oh, guck mal, der hat schon Ausfahrt. Genau, der fährt jetzt nach Karlsruhe. Und der hier hat ja schon Ausfahrt gehabt. Hallo. Ne, der steht ja noch. Okay. So, noch hier stehen überall mal so ein paar Dingensen rum. So haben wir. Wir haben zu, das heißt, wir können einmal low. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir schon Fahrt haben vorne. Wir haben ja, ne, wir haben ja halt erwarten quittiert, das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen langsamer fahren. So. Das war die Weinüberholung, das fand ich irgendwie. Das fand ich cool und das musste unbedingt sein. So, oh, wir dürfen nicht schneller. So. Jetzt können wir auch wieder in den Chat gucken. Chat. So, oh, Sifa. So, sehen wir das Signal da vorne schon? Also ich sehe was, was nicht rot ist, muss ich sagen.
Ja, das sind doch rote. Ja, aber es eins, das nicht rot ist. Okay, hier wäre jetzt ein 500 Herzmagnet gewesen, der ist nicht ausgelöst, das heißt, wir können fahren. Da ist doch rot. Aber wir haben grün. Also wir haben grün-gelb. Wäre schlecht, wenn wir rot gehabt hätten, dann hätten wir rot gehabt. Welt! 60. So, hallo und herzlich willkommen hier an Bord. Achso, ja gut, kommt dann später. So. So, was kommt denn gleich? Was haben wir denn noch an KI? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also wie gesagt, das ist schon ein bisschen älter her. Wow, wenn rot ist, ist rot. Julian! Welt. Josh teilt seine Weisheit mit uns. Ja. Ich muss auch sagen, der ist sehr, sehr Dingens da, sehr gut nachgebaut. Also ja. Ist auch, glaube ich, kein DTG-Zug, sondern Chris-Trains. Also echt schön umgesetzt ist das Teil. Wir sitzen da jetzt auch direkt quasi da vorne. Das ist, glaube ich, der erste Klasse-Teil, wo wir mal mit dem Wagen nicht rausgekommen sind, weil wir da nicht durchkamen, weil es die Tür zu klein war. Aber ja. So. Hallöle. Bin der Carsten. So, irgendwie... Das ist die Umfrage. Ja, ne? Ja, gut. Das ist natürlich irgendwie. So ist. So ist, ne? That's Democracy. Wobei das sieht eher nach Demokratie in, keine Ahnung, so Ländern aus, die so aus, wo du gefühlt immer zwischen zwei Parteien entscheidest, weil sich was anderes eh nie durchsetzt. Bei das hier klingt immer nach so einer, wie heißt das, die, also Omsid gefühlt fast sogar eine absolute Mehrheit. Omsid bräuchte hier gar keine Koalition da. Das ist, ja. Der S9 wurde auch mal über Bruchsal geleitet, weil ein Friedrichsthal-Baustelle war. Wild. Was ich mal gelesen habe, ist, dass irgendwann, genau hier links, zweigt dann ja die Schnellfahrstrecke direkt nach Mannheim ab für die ICE. Und was ich mal gelesen hatte, ist, dass jetzt die nächsten zwei, drei Halte weggefallen sind auch und der dann erst in Hockenheim wieder, also da sehen wir dann auch, dass sich die Strecken wieder zusammenführen. Also, okay, da kommt jetzt hier wahrscheinlich über die langsame Strecke der Güterzug. So. Genau, da links ist quasi dann, da gibt es dann, glaube ich, 280, 300 km/h, auf jeden Fall da hast du dann die ICE langfahren. Und da wurde der auch mal so geleitet. Ist auch irgendwie lustig. Aber bin auch nie gefahren. So, jetzt müssen wir doch irgendwann gleich halten, ne? Oha. Omsi hat die absolute Mehrheit verloren. Nächste Station. Ja, wir müssen bremsen. Wiesental. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Aber die Mireo haben ja eine... Nachts war aktuell auch ACV auf der Strecke wegen Bauarbeit. Wild. Ja, zur Zeit ist halt echt überall, ne? Also, da kannst du... Da bauen sie überall. An der Schienen. An der Schienen. So. Ich kann jetzt nicht sagen, ist das das Waghäusel oder Wiesental? Ich habe wieder ein Fahrrad. Ich fahre jetzt in Karlsruhe mit meinem Fahrrad. Rad. Es ist so wunderbar. So, der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Guten Abend. Sind wir Mainzelmännchen? Ja. Guten Abend. Ich bin ein Mainzelmännchen. Ein ganz kleines. So, da ist der Ausstiegsnupsi. Ja, wir haben leider irgendwie an fast keinen Stationen dieser Haartäfelchen, was ich irgendwie schade finde. Da muss ich immer so ein bisschen guessen, wo sinnvoll wäre zu halten. Rot ist bei den Dashcamern das neue Grün. Okay. Da fahren die absichtlich jetzt über Rot oder wie sehe ich das? Adenau. Guck mal, es hat die absolute Mehrheit verloren. Ja, wahrscheinlich, weil wir es gejinxt haben, ne? Ja. Es ist ja genau aber das Ding, sobald man immer Omsi in die Umfrage mit reinnimmt, ist das Demokratie ist, wenn 6 Wölfe und ein Schaf darüber entscheiden, was es zum Abendessen gibt. So, also so, es wird immer drauf hinauslaufen. Diesen Monat sollen die Schienen aus der Kaiserstraße ausgebaut werden, sowie die Oberleitung. Okay, krass, das hätte ich jetzt... Oh. Der blaue Pfeil. Ich habe den blauen Pfeil produziert. So, Abfahrt. Ja, wir müssen ein bisschen beeilen. Also der Fahrplan ist halt echt... Dann kann man nie mehr über die Kaiserstraße fahren. Jo,
nie. Ich habe gehört, technisch ging das auch schon eine Weile lang, glaube ich, nicht mehr, weil irgendwie das wurde, glaube ich, wirklich richtig getrennt, so vom Stromnetz oder so. Also das mehr oder weniger irreversibel. Du kannst dich immer noch gegen Demokratie entscheiden, Schreckhoff. Das ist absolut korrekt. Es ist aber das Assigste, wenn da. Oh, es gibt, habe ich aber auch oft gehört, dass es sowas gibt. Volksentscheid machen und dann trotzdem. Nee. Mofi hat ein cooles neues Profilbild. Stimmt, ich sehe es. Mhm. In dem der Sinn von dem. Der Sinn ist halt auch so ein. Das habe ich das erste Mal im Kontext von Möbeln oder so gelesen und ich habe mir gedacht, da fuck, was geht eigentlich? Aber das heißt, da teilweise will ich einfach Design. Also nicht Design, sondern wenn du verschiedene. Design. D-E-S-S-I-N. Ja, Design. Echt, das ist da. Es wild. Ist, ja. Wild. Wild trifft's ganz gut. So, wollen wir noch irgendwie noch mehr an der Umfrage rütteln oder soll ich einfach mal das Übel beenden? Hä, wieso? Ich finde gerade witzig, dass Omsi gerade die absolute Mehrheit verliert. Ich will das noch sehen. Okay, wir lassen halt mal laufen. Ja. Weil ich sag mal, in der Streamaufzeichnung sieht das halt ein bisschen heselig aus, wie du siehst. Deswegen versuche ich so kurz wie möglich zu halten. Aber okay, dann mach's doch. Nee, ich finde es auch lustig. Also ich finde auch den Unterhaltungswert, glaube ich, ganz, ganz gut. Ich bin überhaupt. Okay, das kann das CSS noch nicht, den Nee, dann nimm's doch aus. Das war verbremst, mein Freund. Das war verbremst, mein Freund. Ja, es ist schön, wir sind nicht, aber wir sind halt am Arsch der Welt. Also, verbremst. Die Leute fragen sich jetzt. Oh nee, guck mal, wir stehen da sogar noch am. So, 120, ne, nicht vergessen. Verbremst. Dann beende doch aber mal die Umfragen. Wieso? Ja, weil das lustig. Nicht hübsch aussieht. Ich find's lustig, echt hübsch. Dann müsstest du mich aus dem Bild nehmen. Nehme ich. Vielleicht nehme ich mich ja auch aus dem Bild. Schnabi Only Stream. Wobei die Only Stream hört sich wieder nach OnlyFans an. Das machen wir besser nicht. Nee. Schnabi macht sich einen OnlyFans-Account. Der KVV hat damit schon viele Bauprojekte aktuell. Die S2 ist auch noch bis Oktober mit Umleitung. Dann kommt noch Durlach und die 1 bis Heide. Und ist guten Abend. Die gute alte Sommerbaustellenphase, so 6 Wochen immer. Aber die S2 ist, glaube ich, schon länger irgendwie. Ach ja. Bin auch mal gespannt, was jetzt neben dieser, ich sag mal, Instandhaltung dann von denen, die haben ja vor ein paar Monaten mal so eine Analyse vorgestellt, welche Neubauprojekte oder Reaktivierungen so in Frage kommen. Und da bin ich mal echt gespannt, ob die, ich sag mal, als Priorität hoch eingestuft wurden, ob heute die auch ein umgesetzt werden. Wieso, was haben wir sowas Witziges gesagt? Ich weiß es nicht. Scheinbar. Guck mal, wir sind voller witzige Humor-Stream und so. Ja. So mit Spaß und so. Oh, hey. Spaß. Spaß, Freude und Unterhaltung hier bei ihrem interaktiven Radiogedöns. So, 120 dürfen wir ja, ne? Hier kommt zu den aktuellen Verkehrsmeldungen. S9 mit der. Ich habe keine Ahnung, die Zugnummer. Ich habe die noch nicht reingeschrieben. S95837 mit Abfahrt 16.54 Uhr. Ich habe gerade jetzt noch eine Freude, circa 5 Minuten später. Grund dafür ist ein. Käsekuchen am Zug. Ich habe aber neulich was gelesen, wo es darum ging, dass nicht nur ich immer das Gefühl habe, dass zurzeit diese Meldungen von den Zügen irgendwie noch, also diese Verspätungsgründe noch wilder werden, als sie davor schon waren. Also ich habe jetzt von vielen Leuten Erfahrungsberichte gelesen, die halt sogar dort dabei waren und halt eigentlich den eigentlichen Grund gesehen haben, aber gemerkt haben, dass da. Dankeschön fürs Kompliment. Ganz viel Quatsch reingeschrieben wird in die Verspätungsgründe. Weiß nicht, ob wir so witzig sind. Habe gerade festgestellt, dass ich als Mod die Umfrage schließen kann. Also wenn es genug ist, wenn bei der Umfrage fehlt der Käsekuchen als Antwortmöglichkeit. Es ist dann so die Satirepartei. So. Ist noch ein bisschen. Fucking Neulusheim, ey. Unsere Mods haben heute Clowns gefrühstückt. Der eine will uns bannen, der zweite will unsere Umfrage schließen. Sie haben womit mit Recht.
Nächste Station, Neulusheim. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Oh. Langsamer. Genau, und hier. Tag. Lüge, wir sind immer so. Nein, seid ihr nicht? Ihr seid nie so lustig. Also ab hier treffen wir da. Links seht ihr das wieder auf die andere Strecke. Und da hab nicht, ich... Nicht, jetzt so Koch-Backstream. Nein, niemals. Passend zum Fahrplan von dem Spielerzug müsste da gleich noch ein bisschen Action abgehen. Und zwar zum einen den Zug, den ich heute tatsächlich auch noch gesehen habe, wie er lang gefahren ist. Und zwar der ECE, was ist das, 52 oder 151? Also auf jeden Fall der mit den italienischen, also der mit dem italienischen Neigetechniktrieb, Fernverkehrsschnellzug Frederikia Gedöns fährt. Also Frankfurt-Mailand quasi. Da es das leider nicht gibt, fährt er gleich einen einzelner ICE3 lang, der halt am ehesten dazu passt. Ich spoiler schon, das Szenario ist verlangweilig eigentlich, ne? Und wenn ich jetzt in Amerika wäre und die Republikaner, würde ich Umfrage genau zu dem Zeitpunkt schließen, wo ich es für richtig halte, nämlich jetzt. Warum seid ihr über 50? Und dann seid ihr die absolute Mehrheit. Genauso, wir schneiden einfach alles so, wie es, ne? Also wir schneiden uns einfach das, wie wir es brauchen. So. Wir können auch die Wahl, wir müssen noch Wahlkreise irgendwie manipulieren, damit das jetzt noch besser darauf passt. Ja, okay. Also ich glaube, daran hätte sich jetzt eh nichts geändert, muss ich sagen. Auch wenn wir jetzt noch eine Weile gewartet hätten. So. Guck mal, da kommt er. So, ist der sogar mit Zugnummer eingetragen? Ah, ECE 52. Guck mal, da haben wir das doch. Einfach jemand so. Okay, let's go. So, dürfen wir? Wir dürfen. Ich muss hier raus. So. Abfahrt. Josh, ja. Wie lange geht der Stream heute? Bis übermorgen. Nein. Boah, wir machen Arbeit. Submarathon. Wir machen. Ach, so Quatsch. Wir kommerzialisieren das jetzt und machen so ein. Boah, für jeden Sub stream ich eine Stunde länger. Bitte nicht. Bitte nicht. Muss ich anders. Gut, das ist auch zum Meme geworden, der Ulf, der Gute von der Welt. So, hier können wir sonst nachher noch Sea of Thieves spielen? Den Blick nach links richten. Der sollte sogar dir bekannt vorkommen, der Zug. Und dem Mofi auch. Der EC9, der, glaube ich, wirklich ungefähr in der Fahrplanlage hier langfahren müsste. Stimmt, und eigentlich auch in dem Sinne eigentlich auch liebe Grüße an Steffu, weil das mal Wagen sind, die ja passend Landesgrenzen typisch. Aber der sollte abgeschafft werden, was ich schade finde. Ich bin gerne mit dem gefahren. Vor allem der Panorama-Wagen. Ich könnte noch ein bisschen, ne? Ach nee, jetzt. Ich hätte schneller beschleunigen müssen. Belastender. Ja, trotzdem kein Mirio, ne? Das macht es halt auch nicht einfacher. So, Bling Boing. Nächster Halt. Irgendjemand? Hallo? Vorne ist schon. Station. Danke. Hockenheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Aber die Ansagen kommen wirklich sehr knapp vor der Station, wie ich heute auch nochmal festgestellt habe. Muss man halt schnell aufstehen von seinem Platz. Ja, das stimmt. Ein Schluck aufstehen muss man da. Also ich finde es halt problematisch, wenn man sich nicht auskennt, wenn man dann noch Gepäck hat und dann erstmal alles, ich sag mal, so zusammensammeln muss. Wenn man es halt kennt, ist es ja okay. Aber sonst habe ich schon öfters mal gedacht, ui, die Ansagen sind aber teilweise sehr knäppies. So. Hockenheim müsste dann auch für alle Motorsportfans in irgendeiner Form dann ein Begriff sein. So, wir hatten aber an dem Dach, hätte ich gesagt. Halbwegs. Und an diesem Dach. So. Hat da keiner gehustet? Im Spiel? Ja. Ja. Oder ein Zuschauer. So. Was auch nicht mehr gibt es in der Regio. Ja, in der Tat. Wobei ich auch die Dingens unterstütze, die Auffassung einiger YouTube-Zug-Videos-Produzenten, dass der EC2 eigentlich schon sehr close, ich sag mal, zumindest an die gefahrenen, also schon so ein bisschen was hat vom Interregio. Also
es ist so eine ganz gute Approximation davon. Was so auch die Halte und sowas angeht in kleineren Städten, als das vielleicht halt früher der Intercity gemacht hat. Und also es kommt in der Art schon so her und auch solche Geschichten wie der Interregio Express, der ja auch den Namen, guck mal, davon ist noch ein Zug. Oh. Da sehen wir das Licht und da fährt noch einer vorbei, genau. Finde ich auch, der nähert sich halt dann von der Nahverkehrsseite. Also der IC2 nähert sich von der Fernverkehrsseite dem Interregio an und ich finde, dass sich der Interregio Express von der Nahverkehrsseite so ein bisschen annähert. Sind da zwei jetzt komplett verschiedene Konzepte, außer die DB, wo das dann nochmal mit den RE's und so durcheinander würfelt, aber ja, es kommt wieder so ein bisschen auf, aber hat natürlich leider mit anderem Wagenpark. Ich bin tatsächlich auch ganz froh, habe ich erst zu machen, dann irgendwie nochmal festgestellt, dass wir nochmal, vielleicht auch eines der letzten Mal überhaupt nochmal mit einem Intercity-Wagen fahren dieses Jahr. Die werden ja wirklich in den nächsten Jahren dann komplett ausgemustert, die alten Waggons. Und krass. Dann gibt's keine Intercity-Wagen mehr. Aber Hauptsache haben sie gefühlt noch vor einem Jahr mit dem WLAN ausgerüstet, so, ja, herzlichen Glückwunsch. Hätten sie das Geld mal besser investiert. Juhu, aber genau das ist ja das Ding, was ich jetzt viel probiere, ist noch so viele Fahrten wie möglich mit Sachen mitnehmen, die in ein, zwei Jahren halt nicht mehr fahren. Ich glaube auch, dass die Zahl der N-Wagen-Ersatzverkehre abnehmen wird, also der Mutt-Tillerrad-Express wird ja... Der wird ja nach dem Fahrplanwechsel auch nicht mehr mit N-Wagen gefahren und genau, dann wären es halt wirklich ausschließlich nur noch irgendwelche Ersatzverkehre und das, ja, auch der Abschied der Hochflur-Einsystem-Stadtbahnwagen aus Karlsruhe, die GT88C, habe ich auch nochmal ein paar so schöne Fahrten mitgemacht, also einfach so eine Sachen, die du halt immer nicht mehr hast und dich dann halt ärgerst, wenn du es nicht genutzt hättest, die Dafür gibt es dann bald in ein paar Jahren die alten Mühnüx-Wagen. Was passiert echt mit denen? Das finde ich auch mal spannend. Was haben sie denn mit denen vor? Weil die... Boah, ist auch wieder zu weit ausgeholt wahrscheinlich. Genau. Genau, der RB17C, genau den wollte ich nämlich auch nochmal ansprechen. Der Y-Wagen, der ja eingereiht ist, der Steuerwagen, das ist auch einer, der irgendwie in so einem Schleswig-Holstein-Gedöns-Express, glaube ich, mal mitgefahren ist. Weil der hat so elektronische Türen. Und der S4-Eilzug verschwindet auch. Ja. Oh nein. Der wird dann auch ge-RE-t, also ge-Elektrotriebwagt. Wie nennt man das, wenn man es halt ersetzt durch echte Züge? Hör schon mal, die sind auch echte Züge. Ja. Nächste Station, Oftersheim. Ausstieg in Fahrtrichtung. Solange noch N-Wagen unterwegs sind, wird man wohl noch Intercity-Wagen sehen. Zumindest unsere EW, IV und Panoramawagen bleiben vorerst. Ja, aber leider nicht mehr so lange in Deutschland. Also der Eurocity soll ja dann bald nicht mehr fahren. Weil er nicht im Takt fährt, sondern er hat irgendwie so eine Zusatz-Zwischendrin-Trasse und das will die DB dann nicht mehr haben. Zumindest die DB-Netze nicht. In Wien hat sich die Hochflurbahn der Typ E1 auch verabschiedet. Fahren die E2 noch? Weil das ist auch was ich ganz gerne nochmal mitnehmen würde, muss ich sagen, aus persönlichen Gründen. Auch weil es den ja im Dingens Tramsim gibt. Guten Abend. Bevor die mal nicht mehr fahren, wäre das auch nochmal eine Reise wert, würde ich mich da auch nochmal aufmachen. Ist halt ein bisschen weiters weg, als jetzt mal kurz zu sagen, man fährt jetzt halt im Großraum Karlsruhe irgendwo hin. Die stehen in Stuttgart rum und warten auf ihren Einsatz beim Vorlaufbetrieb Wendlingen-Ulm. Oh. Okay, passiert auch wildes Zeug, ne? Werde kommende Woche auf Jagd nach alten Wiener S-Bahnen gehen. Gibt jetzt noch 36 Stück bis 2026. Ah, okay, E2 fahren noch. Das ist beruhigend. Dann also müssen wir auch mal nach Wien. Ja, bin ich auch dafür. Fahren wir denn im Winter durch Wien durch? Ja, war geplant. Ja, siehst du, dann können wir da jetzt zumindest mal E2 fahren. Eine heiße Schoki. Mit Schlagoberst wollten wir dort trinken. Ja. Und eine Sachertorte essen, die keine Torte ist. Und ich habe da auch was von einem Döner gehört, der sehr gut sein soll. Also, der soll nochmal so eine Steigerung zu dem jetzt aus Stuttgart teilweise sein. Also, der soll richtig, richtig krasser Shit sein. Österreichisches Essen. Ja, aber wenn du sowas, ich sag mal, von einem Format von, das ist halt, ich sag mal, mehr oder weniger weltbekannt ist, dann würde ich auch mal mir so eine Döner reinpfeifen. So vom... Ja.
Und nächstes Jahr sollen die Cola-Dosen verschwinden und im Jahr 2029 die Gisela in Berlin. Ach, die Cola-Dosen habe ich jetzt nicht so viel. Ich glaube, da sind Züge mit gemeint, kann es sein. Ah, stimmt. Ja, okay, krass, was für Anspielung hast du. Ich besser verstanden als ich. Ja, Tatsache, ich glaube, Baurei weiß ich jetzt nicht, aber jetzt... Also ab sagst, der Gisela ja. in Berlin war mir klar, dass Gisela ein Zug sein muss und ja. da müssen die Cola-Dosen ja auch. Die Pendelzüge, die in der Schweiz nach Deutschland verkehren, sind ja schon lange auch in Italien im Einsatz und sehr verspätungsanfällig. Daher ja. wären normale Züge die besseren. Ja, das stimmt. Also wenn man einen pünktlichen Zug haben will, ist der EC8 oh, ja, nichts. So, jetzt kommt was Wildes. Eigentlich würden wir hier gerade ausfahren und es wäre Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Jetzt haben wir aber ganz knapp, schade, kurz vorher noch eine Gleisänderung bekommen. Und deswegen kommt jetzt gleich noch eine extra Schlagoberst Ansage. Klingt immer nach Gewalt gegen den Kellner. Ja, das stimmt. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, weil wir jetzt nämlich außerplanmäßig auf dem anderen Gleis ankommen. Na, nett Döner, Kaiserschmarrn. Ja, den isst man als Nachtisch. Ja, ich esse ja nicht nur ein Essen. Dann dürfte ich auch, weiß ich nicht, in anderen Städten nur das Regional. Aber ich bin schon sehr ein Freund davon, dort regionale Sachen zu essen. So. Und in der Schweiz ein schönes Rösti. Boah, ja. Und Käsefondue. Um ja wieder die Diskussion zwischen Züricher und Berner Rösti aufzumachen. Darum bin ich schon da. Den EC aus Milano hätte ich planmäßig nicht erreicht. Sagt Steffens. Ja. Ja, der ist auch immer, ja, das ist sehr verspätet. Also der, genau, der Milano EC und die, oder EC 89, 6, 7, 89, die sind immer sehr wild. Also ich, der EC aus Milano, der zerschießt ja doch hier auch häufig die Trassen von den Nahverkehrszügen. So. Und wir haben jetzt hier, ne? Jetzt hab ich Bock auf geiles Schweizer und Österreicher Essen. Ich bin so satt. Ich mag kein Blatt, mehr. So, und wegen dem Güni mussten wir jetzt ganz kurz noch, aber wir haben ja eh noch Fahrgastwechsel gehabt, von daher war das ja vollkommen in Ordnung. Und pünktlich zum Ding ist eine Ausfahrt. Ich glaube, ich esse gleich noch ein bisschen Gänse. Ich mache ein bisschen Pause. So, 25. Warum steht das Signal so weit hinten? Muss der nicht weiter vorne? Boah, ich kenne mich leider hier nicht aus. Also ja, es steht halt sehr weit. Also man muss halt sehr weit. Man kann einen Teil vom Bahnsteig nicht nutzen. Das ist absolut korrekt. 45 und danach befreien können wir zwar nicht, weil wir haben noch die Überwachung drin. Aber ja, es sieht sehr wild aus. Wenn wir nachher in Mannheim nochmal eine wilde Signalkonstruktion, wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob die so stimmt. Und was ich auch gesehen habe, als ich da halt vorbeigefahren bin, ist jetzt hier zwischen hier dem nächsten halt bauen die auch gerade nochmal eine neue Station, einen neuen Haltepunkt. Krass. Der ist sogar schon ziemlich weit. Also da ist schon noch was von der Öffnung irgendwann dieses Jahr. Also das ist wirklich schon komplett hier zwischendrin, so mitten gefühlt im Wald. Ja. War das dann so. Okay, den Kommentar vom Stoffus verstehe ich jetzt nicht. Kommen Sie, Luzern, einmal ruhig die Odre. Ja, wenn die das halt beim Einsteigen, verstehst du? Ach so. Luzern gibt's ja für Omsi, ne? Und dann... Anspielung an meinen schlechten Ruhe auf, Fahrgaststimmen, Kommentar. Vielleicht, aber das weiß ich nicht. Das ist nur eine Mutmaßung. So, irgendwo da, glaube ich, wird die Haltestelle gebaut. Boah, krass. Große Poesie. Ja, voll spannend, ne? Würde ich jetzt auch irgendwie eher gesagt deabonnieren. Ja, deabonnieren.de .org .gov .irgendwas. Okay, es ist echt weiter, als ich gedacht habe. Gut. Hier ist relativ Maximum Speed. Kriegen wir denn eigentlich nochmal mehr KI? Genau, hier stehen relativ viele Güterwagens rum, weil hier der Industrieteil halt schon anfängt. Deswegen stehen hier ein paar Günni-Parts. Oh, ja, müssen wir langsam mal in die Bremsung gehen. Das war eine Anspielung auf die Günther-Stimme zum Bahnhof. Ah.
Oh, da steht eine 218. Ne, Josh, so als ob's, als ob ich, ne, als ob ich das, als ob es mich überraschen würde, dass es da steht. Die Strecke ist leider auch immer total mit Verspätung behaftet. Hab noch nie eine S9, die mal pünktlich ist. Einfach ist halt, zu viel Güter. Genau, das ist halt echt problematisch, weil halt da so viele Züge sind, die halt mehr Vorfahrt haben. Vor allem halt der Fernverkehr. Und dann bringt er den Güterverkehr durcheinander und ach, das ist alles wild. Nächste Station, Mannheim-Rheinau. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Aber ich finde, genau das macht es ja eigentlich ganz cool, das Ganze hier mal umzusetzen, damit man auch mal das dann aus Fahrersicht irgendwie miterleben kann. Weil genau das finde ich dann wieder den spannenden Part. So. Ist da vorne was gelb? Ne, müsst ihr euch nicht. Da dürfte eigentlich kein. Dürfte eigentlich kein beeinflussendes Signal sein. So, ja, viel zu weit hinten, viel zu weit hinten. Euch fahren kann der Junge auch nicht hier durchgehen. Ja. Doch, das macht er voll gut. Auch wenn es ein falscher Zug ist, ne? Und literally genau von diesem Container gibt es da echt unfassbar viele. Also es scheinbar werden in dem Mannheim Handelshafen extrem viele Container umgeschlagen. Also zu diesem Tag, wo ich war, da scheint unfassbar viele davon. Noch unfassbar viele leere Güterwaggons mit Containern. Ich glaube, die hätte ich gerne gesehen. Die sind echt cool gewesen. Das ist ein schöner Hafen gewesen, vergleichsweise. Das ist eigentlich ganz hübsch gewesen. So, ach, wir dürfen schon wieder. Finde ich gut, weil ich bräuchte heute bald ist es bei dem 9-Euro-Ticket sowieso mit der Verspätung und mit vollen Zügen aktuell. Ja. Ach, das ist alles gerade echt wild. Also wenn man so ein paar Strecken kennt, wo man dann ausweichen kann, ist das in Ordnung, aber es ist so in allgemein schon sehr angespannte Situation. Einfach mehr Züge. Ja, aber haben sehr viel gemacht, also ja. Es wurde sukzessive besser. Zurück kannst du mit der Dampflok fahren, das bringt den Verkehr noch etwas mehr durch. Da können wir die Strecke einfach nochmal zurück. Deswegen, wir fahren ja noch bis Großrohrheim, also es ist halt echt, wenn wir schon unterwegs sind. So, da links steht ein Zug, der auf irgendwie, weiß ich nicht, was wartet. Guck mal, sogar schon zusammengestellt hier. Oh. Knuffig. Rangieren. Ich finde auch die hier optisch cool, diese Güter. Habibis oder so, Gedöns. Oder so ähnlich. Oh, und nachher kommt uns auch irgendein Gimmick entgegen, glaube ich, wenn das noch funktioniert. Cool. Wenn ich sehe, das ist ein Lok von einem Günni. Ich muss mal gucken, ob man das sieht. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, aber wild. So. Genau, da links. Oh, voll viele. Da habe ich auch voll viele so kleine Sachen hingepackt. Immer mal so was abgestellt, weil sonst ist es halt echt leer. Und so steht da immer mal so ein bisschen was. So, hi, Kollege. Das könnte sogar auch echt nachher noch kommen, ne? Ein bisschen. Das war verbremst, mein Freund, weil ich es ein bisschen eilig hab. Dadam, verbremst. Ach, die Container, ich finde die so hübsch. Wie heißt die Bahn hier? Das ist die S9. Genau, und die Strecke ist quasi, das ist Frankfurt Highspeed, heißt die Strecke. Das ist quasi Karlsruhe-Frankfurt. So, da vorne muss ich doch jetzt bald, ja genau. Ist Großrohrheim bei Frankfurt? Das ist genau die Hälfte der Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt, ja. Cool. Ich wusste auch nicht, wo das ist. Also früher, die RB2 ist immer Bus bis Biblis gefahren, das ist einfach ein Halt davor. Ja, warum wir das jetzt bis Großrohrheim verlängert haben, das ist voll die krasse Welt, der Nabel der Welt, das weiß ich auch nicht, aber... Biblis hört sich auch nicht sehr nach dem Nabel der Welt, ja, an. Aber das ist zumindest, also wenn man sich das auf der Karte mal anschaut... Noch eine Querbahn nach Worms, das heißt, es ist so ein Dreieck quasi, was du bilden kannst. So, also das ist immerhin... Fahre bald von Hamburg Hauptbahnhof nach München Hauptbahnhof. Abfahrt 5.56 Uhr, 7 Stunden Fahrt. Ich wollte gerade gessen, aber das klingt trotzdem nach Fernverkehr. Also wenn in 7 Stunden mit dem Regionalverkehr da lang fährst, ist wild. Aber gibt es nicht so verlängerte ICE-Schnellfahrstreckendinger, die dann über Berlin fahren und dann diese VDE 8? Ich habe keine Ahnung. Also gibt bestimmt auch schnellere, aber ich bin auch immer Typ von, ich nehme eher die günstigeren Bahnverbindungen. Wir haben es ja letzte Woche auch nochmal mitgemacht. Ich spare dann mir lieber, weiß ich nicht, 30 Euro, bevor ich einen direkten oder schnelleren Zug nehme. Ist halt einfach, also, da ist man da doch noch sehr preissensibel.
wenn einem das immer mal egal sein kann, dann gut, aber es ist nicht die Situation. Da dreht man dann doch jeden Euro beim Bahnfahren um. So. Mannheim. Ach, hier ist ein Neckar. Au. Ach, irgendwas mit Au. Vorher war Rheinau, aber wir sind doch. Sind wir hier jetzt am. Also. Hier ist Karlsruhe, das ist Mannheim. Genau, da links drüber ist der Rhein Richtung Ludwigshafen. Ja, genau. Ich habe keine Ahnung, da sind Flüsse. Ach genau, und hier sind die Schienen vom Handelshafen. An der Waldhofindustrie. Oder sind hier die? Hier, das sind die Hafendinge. Ach, wir werden es nachher sehen. Da fahren wir auch noch hin. So. Dürfen wir? Wir dürfen. So. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Mannheim Hauptbahnhof. Mit IC. Ja, okay. Es wäre auch sonst, also. Ja. So, sehen wir jetzt da noch was? Ich glaube, ich habe das abgetimt, oder? Komm? Oder bin ich zu fix gewesen? Ah, da kommt man gerade noch. Hi. Ja, stimmt. Als ob ich es erwartet, also als ob ich es nicht erwartet hätte, dass da gleich rot ist. So. Dierenhofen. Ah, stimmt, der RB. Genau, sie haben Anschluss an die RB. Nach Dierenhofen über Ruhrau, Abfahrt. Gedöns von Gleis 12. Direkt gegenüber. So wie ein ICE nach irgendwas. Über woanders. Bei Mannheim-Ludwigshafen gab es mal in Ludwigshafen eine C-Tunnel, der ab Dezember 2008 stillgelegt wurde. Okay. Jetzt fährt man ja, also den Verbindungsteil über die Bridge. So, was ist denn da vorne? Ach, da vorne ist rot. So. Damit es nicht gleich heißt, das war verbremst, mein Freund. So, und hier ist auch wieder eine klassische Situation. Wir kreuzen uns jetzt halt mit irgendwie ein paar Zügen. Heißt, der ECE hat jetzt gerade Ein- und Ausfahrt. Ich werde das mal gleich ganz kurz nutzen, weil ich weiß jetzt halt, weil ich selber erstellt habe, dass da halt jetzt hier tatsächlich ein bisschen ist. Also wir fahren jetzt nicht gleich wieder in 30 Sekunden los, sondern jetzt ist es ganz kurz eine Weile rot. Ich werde mal ganz kurz die Zeit nutzen und mal gucken, dass die Zugtoilette noch, ob die noch funktionstüchtig ist oder ob die schon vom Zugbegleiter abgeschlossen wurde. So. Ihr könnt dann mal so ein bisschen die Augen offen halten, ob man da vorne vielleicht ein paar Züge vorbeifahren sieht. So. Er schreit einfach, wenn es grün wird. Ist grün. Ist grün. Piep. Was hat getutet? Was hat getutet? Komisch. Schön hier. Im Video 9-Euro-Ticket lohnt sich Urlaub mit der Bahn von Puls-Reportage haben die von München nach Sylt nur mit den Bummelzügen. Ach ja. Ja, wie alle nach Sylt sind oder an den Bodensee. Das war so Standard. Standard. Ich finde, es gibt außer Sylt und den Bodensee noch sehr viele coole andere Dinge. Es tutet, wieso das denn? Ich weiß es nicht, warum es getutet hat. Ah, wir haben doch noch rot. Ja. Nee, also, ich finde, es gibt auch so viele andere coole Sachen, ohne dass man auf Sylt muss. Also, ja, sämtliche Küstenregionen. Dann gibt es ja nicht nur den Bodensee, sondern es gibt auch andere Seen in Deutschland tatsächlich. Was? Es gibt auch noch andere Seen in Deutschland? Wie? der Schwarzwald ist auch schön. Ich kann mir vorstellen, dass Alpenvorland schön ist. Ja. Überall schöne Ecken. Nicht nur Sylt und der Bodensee. Deswegen finde ich, lohnt sich Urlaub mit der Bahn sehr reißerisch. In die Pfalz zum Wandern, genau. Deswegen finde ich dieses lohnt sich Urlaub mit der Bahn viel zu reißerisch. Also, ja. Natürlich, man kann da auch hin mit Bummelzügen, aber warum? Naja. Muss man nicht verstehen.
Und guck mal, es ist windig. Die Wolken, die ziehen an uns vorbei. Geschwindigkeit. Welcher See ist der größte in Deutschland? Ja, der Bodensee? Glaube ich. Keine Ahnung. Ganz, ganz, ganz krass. Dünnes Eis. Gefährliches Terrain. Oh, Josh, ist grün! Da hat wohl jemand länger auf der Zugtoilette gebraucht. War doch so ein ekelhafter Fahrgast. Widerlich, widerlich. Ich musste die extra noch mit dem Sechskant wieder aufschließen. Uiuiui. Müssen wir aber los, der Bruder muss los, ey. Huhu. Das hatte ich auch schon mal erlebt. Zugtoilette war quasi zugeschlossen. Und die Zugbegleiterin hat dann für sich kurz aufgeschlossen und dann ist sie gegangen und dann hat sie wieder zugeschlossen. Und ich auch so denke, so kaputt kann es dann ja nicht gewesen sein. Ich glaube aber, dann suche ich jetzt mal die Zugtoilette auf. Ja. Geh mal dann kurz in den Pausenraum. Ich habe sie halbwegs sauber versucht zu hinterlassen. So. Gut, dann bin ich euch jetzt dann wohl doch mit euch alleine. Das Problem ist, ich muss ja noch nebenher fahren, ne? Genau, und wir sehen es trotzdem. Deswegen habe ich nämlich beeilt, weil das wollte ich nämlich eigentlich mehr oder weniger unbedingt mit drauf haben. Und zwar die Paralleleinfahrt mit dem ICE. Ja, ich muss mich mal gerade ganz kurz so ein bisschen abfeiern machen. Sonst ist es manchmal nicht mehr schlecht. Die Hörstimme ja auch. Deswegen so ein ganz klein wenig. Oh, der geht aber ganz schön ab hier. Ich bin halt in der PCB, darf ich ja nicht so schnell, ne? Er ist sogar Doppeltraktion, wild. So, jetzt dürfte ich wieder ein bisschen beschleunigen, aber wir müssen vorne eh anhalten, ne? So, jetzt verpassen wir aber, glaube ich, was anderes, und zwar... stehen da links fancy Züge, das ist aber das eine. Da stehen, warum auch immer, nochmal eine SBB-Garnitur. Ein paar alte Intercity-Wagen noch zum Abstellen. Ach genau, und das fährt er quasi. Also wenn man den jetzt verpassen würde, also wenn man jetzt quasi zu langsam wäre, dann würde man jetzt gegenüber den sehen. Also man sieht immer hier in der Einfahrt irgendwie was. Nächste Station. Das, genau. Mannheim, Hauptbahnhof. Es besteht Übergang zur S-Bahn. Zum Fernverkehr sowie zum übrigen Regionalverkehr. Next Station, Mannheim Main Station. Change here for regional and long distance services. So, Aufstieg genau. In Fahrtrichtung rechts. Ist Move Train echt auch irgendwie so ein Emoji aus irgendwelchen Streams? Ich bin ja komplett uninformiert. Bei den Mobilbeziehungen kannst du schon sein, dass du einige oder mehrere Tage dort bist, halt nur einen Tag. Ja, das stimmt. Stimmt. Also es ist immer ganz cool. Also ich nehme jetzt halt für diese regionalen Ausflüge, mache ich das ganz gerne. So, genau. ECE hält da drüben und wir halten hier auf. Das ist... hier gibt es gar nicht 11 und 12. Okay, dann ist das hier echt noch nicht mit drin. Auf jeden Fall auch der äußerste Bahnsteig quasi. Nach Posika gibt es so dieses Szenario. Also ich würde es auch wirklich hochladen. Das Problem ist, da ist relativ viel Quatsch drin. Man braucht relativ viel Wagen und so. Und ich müsste das mit den Ansagen entweder abklären oder die halt vorher rausnehmen. Das ist so ein bisschen mein Problem. So, hier wäre jetzt der reguläre Zug. Hätten wir hier noch ein bisschen länger Aufenthalt, weil wir ja planmäßig nicht in der Einfahrt gestanden wären. Also Abfahrt ist um 55, genau. Wir sehen, die sind relativ spät dran. Also hätten wir Standzeit gehabt. Weil hier der zweite Zugteil abgekoppelt werden würde. Ich sage gekoppelt. Ist mir scheißegal. Genau. Weil der zweite Zugteil abgehängt wird. Und genau. Entsprechend wäre hier jetzt halt ein bisschen länger Pause. Damit das halt vonstatten gehen kann. Da links fährt nochmal was vorbei, seht ihr ja. Also, es ist dann schon auch immer irgendwas am Happenen tatsächlich. Das ist irgendwie. Genau, so ein bisschen das Ding. Gibt immer was zu gucken. Und genau, was ich vorhin noch hinaus wollte mit, das ist ein bisschen seltsam, signaltechnisch. Und zwar das Ding hier und das... Was habe ich so rot da?
Das Gelbe ist das Vorsignal für dieses Hauptsignal. Also A fehlt natürlich der Marker für den verkürzten Signalabstand, weil das ist safe verkürzter Signalabstand. Ein bisschen, ist kein Kilometer. Und ich glaube nicht, dass das so signalisiert wird. Also nur weil hier frei ist, ich weiß es nicht, ist es halt ein bisschen wild. Ja. So, heißt aber, wir haben immer noch rot. Ihr seht es ja, es ist ja nicht grün, weil da vorne am Bahnsteigende ist halt noch rot, weil ich glaube, es kommt noch irgendwo ein ICE daher. Wenn ihr glaubt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo noch ein ICE daher. Mir ist halt später aufgefallen, dass die Tassen hier so aussehen, als hätten die Goldrand. ist aber nicht. Das ist aufs Porzellan aufgemalt. So. Ist nicht schon viel... Ah, jetzt, genau, jetzt wäre quasi Türen schließen, wir haben noch keine Abfahrt. Ist belastend. Ich sehe doch da vorne schon was, oder? Ach, hier bin ich heute auch rumgelaufen, also... Fehlt halt Gleis 11 und 12 irgendwie. Hinter dem Vorsänger steht so ein kleines Stimmt. Also A, das sind jetzt komplett andere Fahrgastinformationsdinger. Ja, es ist halt alles nicht ganz so realistisch. Es ist halt eine DTG-Strecke, die ja auch schon ein bisschen älter ist. Und ich bin heute auch da irgendwie hier, müsste das, genau, Barockschloss. Oh, das kommt sogar irgendwie halbwegs gut dran. Also, das ist mein No Joke, ist gar nicht mal so schlecht, das Schloss. So, ich glaube, wir dürfen jetzt aber dann, ne, der Zug ist ja durch, genau. Nicht, dass wir Verspätung generieren. Also nochmal gucken. So. Hi. Hallo, herzlich willkommen. Liebe Grüße zurück. So, genau. Wir waren gar nicht in der Beeinflussung. Ach, der ICE 4, der pippt schon wieder da hinten, ne? So, und jetzt kommen wir nach meinem Handelshafen, wie gesagt, wo ich hatte noch ganz kurz so eine, einmal durch den Hafenbereich gelaufen, zumindest da, wo man langlaufen durfte. Das ist ja öfters mal ein Problem, weil viel Betriebsgelände ist. Aber ich weiß nicht, so wie ich natürlich auch ein bisschen Faible für Busse etc. habe, finde ich auch irgendwie, muss ich sagen, Häfen ganz spannend. Ich weiß nicht, ich mag auch so alte, verkommene Industrieanlagen, finde ich irgendwie nice. Also ne, muss jetzt nicht jeder teilen das Hobby, ich kann vorstellen, dass man es weird findet, aber ich glaube, wir in dieser Bubble, die wir ja auch alle so ein bisschen, auch ein, ich sag mal, eher seltsames Hobby haben, ist das, glaube ich, dann doch noch irgendwie in Ordnung, wenn man sowas gerne macht. Ja. Finde ich irgendwie ganz cool, deswegen war ich da heute so. Jetzt ist natürlich das nächste Ding. Wir haben uns ja gerade vorher vor Omsi abgestimmt, also schon ein bisschen her. Jetzt brauchen wir natürlich noch Content. Was machen wir? Jetzt müssen wir nur irgendwie gucken, dass wir, was wir spielen. Da ich komplett unkreativ bin, könnt ihr erstmal einfach nur mal schon mal. Schreibt mal Sachen in den Chat, was ihr in Omsi gerne sehen wollen würde. Daraus machen wir nachher wieder eine Umfrage oder wir machen einfach was draus. Also der Vorteil ist, wir sind heute relativ überschaubare Menge Leute. Das heißt, ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass irgendwie was davon drankommt. So, hier links ist halt wieder ein Hafenbereich, auch mit den Schienen für den Güterverkehr. Teilweise steht da auch ein bisschen was, genau, da stehen auch ein paar Waggons zur Verladung. Ja. Nächste Station, Mannheim Handelshafen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich glaube, auf diesem Teil oder so bin ich rumgelaufen, so ein bisschen. Ja. Was ich in dem Bereich ein bisschen schade finde von der Umsetzung her, ist, dass die Ausstiege hier gar nicht passen. Also es ist mir was aufgefallen, als ich es dann mal abgefahren bin, das Szenario. Bis hierhin, als ich mal bis hierhin durchgekommen bin. Hier, die ganzen Bahnsteige haben gar keinen Ausgang. Also ich kann hier komplett den... Ne, ich versuche halt immer zu schauen, wo ist denn der Ausgang, damit ich halt bis am Ausgang halte. Und... Ich habe hier noch nicht den Ausgang gefunden, muss ich sagen. Also diese Brücke, die stimmt hier ja, ne? Also da ist so eine fette Brücke. Aber da ist so eine fette Fußgängerbrücke drumrum. Und hier ist kein Ausgang. Also wir können jetzt echt nochmal abfliegen. Hier, ne, ist alles zu. Heißt, die Fahrgäste, die hier ein- und aussteigen, die werden für immer hier an dieser Haltestelle stehen. Okay, die spawnen sich einfach weg, wie wir gerade gesehen haben. Und das ist hier, glaube ich, leider bei der ein oder anderen Haltestelle so der Fall. Hörst du, das heißt nicht Haltestelle. Haltepunkt, bitte. Ja, ein Haltepunkt. So. As you see. Problematik, so. Okay, wir haben zwei Vorschläge, genau das machen wir. Easy. Easy. Ja, wobei, warum denn nicht? Hamburg und Alm-Lauensbach updated. Für dich irgendwie, finde ich, beides eine gute Sache. Kann man machen, bin ich dabei.
Ja, genau, die Fahrgäste, die teleportieren sich einfach. Das ist, glaube ich, so die Meta. Was ist denn die 100 für eine Linie? Ob, wenn wir die mit dem S417 UL Business fahren könnten? Oder ist die sehr, sehr städtisch angehauen? Gucken wir, wie wir da kombinieren können. So, schönen guten Abend. Fährst heute bitte mal Luzern. Wir haben heute vorher schon eine Abstimmung gemacht, was wir noch fahren. Es ist dann wohl doch wieder zu Omsi geworden. Ja. Nächste Station. Ja, Mannheim, Neckarstadt. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich glaube, das ist physikalisch sogar unmöglich. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal das Rad ausprobiert habt in Omsi. Solange eine ganz kleine Steigung drin ist, funktioniert das gar nicht mehr. Also, das muss schon sehr, das muss schon sehr gerade sein. Darf nicht mal Kopfsteinpflaster sein, wenn das Rad überhaupt irgendwie fährt. Also, es ist durchaus problematisch. So. Dann haben wir ein E-Citaro G. Die könnten wir ja aus der C2-Familie nehmen zum Beispiel. Oder einige Busse sind noch Work in Progress, zum Beispiel der C2. Tatsache. Es sind sogar, ich sag mal, mehrere C2er aktuell in Arbeit. Also einmal das Paket, was ich ja schon öfters mal vorgestellt habe. Mit den, ich sag mal, das Freeware-Bus-Paket und die Payware-Version von der C2-Stadtbusfamilie ist auch noch in Entwicklung. So. Und Abfahrt. So, hier oben raus zieht sich die Strecke so ein bisschen, muss ich aber auch selber zugeben. Ja, ich habe ja Spielspaß versprochen, ne? Den müsste ich jetzt auch eigentlich irgendwie aufrechterhalten. So. So weit bin ich eigentlich heute nicht gekommen. Also wie gesagt, ich bin da am Handelshafen ausgestiegen. Deswegen ist das hier immer noch ein Bereich, den ich nie bereist habe. Nein, ich wollte F3 drücken. Danke. So. Genau, was sind denn meine Lieblingsbusse? Oh, gute Frage. Also den O407 von Perutinus fahre ich immer extrem gerne. Generell die Busse von Perutinus. Also den UL ganz am Anfang mich gerne gefahren. O407 natürlich. Den O307 auch gerne. Dann zurzeit wirklich, und da bin ich froh, dass es auch, ne? Nächste Station. Sich gewünscht wohl das Setra Add-on. Ausstieg in Fahrtrichtung. Also die UL-Business-Familie. Die finde ich zurzeit fantastisch. Denn generell, was aus dem Citaro, finde ich, geworden ist, also mit sämtlichen Modifikationen, also Citaro Facelift mit Morphe Soundpaket beispielsweise. Also da ist auch schon echt ein krasser Bus bei rausgekommen. Dann den Bus aus dem Bremen Add-on fahre ich sehr gerne. Also da gibt es schon einiges tatsächlich. Ich hätte jetzt gar nicht so den Lieblingsbus, aber das sind so die in meiner Hot Rotation sind. Achso, und der Connecto, also der 628er. Fahre ich auch sehr, sehr gerne. Auch sehr guter Bus. Ja, ist mal so eine Liste, die ist nicht vollständig, aber das ist so das Ding. Citra ist immer gut, gell, Mofi? Josh, das spricht man nicht Citra aus. Ich sehe es doch schon wieder. Ich sehe es doch schon wieder. Inge Berliner kann im Land City die DSVDB nur noch knapp 100 im Bestand hat. Ui, das ist aber auch. Das wäre aber auch nochmal so ein Ding, wo ich sagen würde, das wäre auch nochmal eine Abschiedsfahrt wert, sodass man das nochmal irgendwie mitbekommt, weil das. Schon auch irgendwie. Bin ich heute irgendwie zu hell? Ist die Kamera heute zu hell eingestellt oder kommt das gerade nur so vor? Ja, nee, es geht. Ist in Ordnung. Also ein bisschen schon. Auch der Weißabgleich ist vielleicht nicht ganz so das Gelbe vom Ei. So. Abfahrt, ne? So, die Zugbegleiterin ist gerade irgendwo wichtig wahrscheinlich. Wo kann man Omsi 2 C2 Beta testen? Nirgendwo. Also das
ist generell immer so ein Thema. Das ist ein sehr... Also generell dieses... Ja, das ist... Oh, das wollte ich nicht ausmachen. Ist halt immer, finde ich, sowieso ein schwieriges Thema mit Betas und Co. Ich kann nachvollziehen, dass es irgendeinen Reiz hat, was, ich sag mal, zu fahren, was jetzt halt irgendwie, oder halt was früher zu fahren oder so, aber ich sag mal, ich kann euch den Zahn ziehen, dass Beta-Tests Spaß machen. Deswegen, ich habe mich schon lange zurückgezogen, zu sagen, ich mache jetzt irgendwo wirklich aktiv einen Beta-Test, weil das, du fährst halt ein unfertiges Etwas, ob das jetzt eine Karte ist oder ein Bus, und du findest Fehler, die in den Spielspaß trüben. Nächste und du musst Station. Dann halt mal neu starten und hier Mannheim, und da, also Aufstieg in Fahrtrichtung. Ich sag mal, das ist weniger, oh schön, ich fahre etwas, was jetzt bisher noch keiner gefahren ist, sondern es ist halt wirklich echt manchmal sehr nervenzehrend, deswegen mache ich das auch nicht mehr, auch weil zeitlich einfach nicht passt. Es ist immer so ein Ding, also Beta-Tests machen keinen Spaß, finde ich. Das macht man für Leute, die man kennt, aus dem Grund, dass man sagt, ich will euch ne, dabei helfen, dass ihr eine Sache erstellt, die quasi halt ne, cool und rund ist, aber ja. Ich glaube, das stellt man sich immer so vor, wenn man das nicht macht oder noch nicht gemacht hat. Wollte ich euch nur mal den Zahn ziehen, dass das eine coole Sache ist. Aus dem letzten Stream war noch der Steffo, du bist ne Fuchs. Tatsache, der Lemü und Setra. Ich muss mir das jetzt aufschreiben. Ihr könnt währenddessen die ganzen schönen KI-Züge begutachten, die hier überall langfahren. Natürlich mit den Original-IAIA-Kugelschreibern mit Schnabi drauf. Und das ist der Schreib-du-Ochse-Kugelschreiber. Okay. Also den Lemü finde ich eine gute Idee. Und den S417UL Business. So. Das ist schon mal fix. Ich finde das gut. Das machen wir so. Das ist jetzt gebongt. Das ist festgeschrieben. Dann ALU-Linienpaket 100 finde ich gut. Da müsste ich noch wissen, ob das eine Überlage, also ob da der Edda Setra drauf passt oder der Lemü. Wenn die, also je städtischer die ist, desto eher passt der Lemü drauf. Genau. Zu Blätterin wollen ins Bordrestaurant. Ja, genau. Gibt's heute aber scheinbar gutes Essen. Oder die Wartezeiten sind immens. Achso, wie übrigens hier, also wir haben ja auch auf. Oh. Warum stehe ich hinten echt noch nicht im. Ich stehe doch im Bahnsteig. Ach doch, geht jetzt auch auf. Sieht mir ein bisschen buggy aus, muss ich sagen. Hm, wild. Also haben wir Aufenthalt bis 12 nach. Okay, wir stehen schon. Ja, ich verstehe, warum das nicht so cool ist. Also eigentlich sollte man wahrscheinlich das Hauptsignal frei machen. Okay, also, hast du den Solaris 4 von Sobol? Nee, ich habe, wie gesagt, ich bin da nicht ein Patron und sowas. Und selbst wenn... Weiß ich nicht, wäre ich jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt der sagen würde, ich müsste das jetzt vorstellen. Mein erster und letzter war Ruhe, ich glaube, das sagt alles. Ja, genau, das ist nämlich so das Ding. Man hat wirklich so das Bild von, oh, was früher haben es irgendwie cool, aber das ist halt, ich finde es belastend, muss ich sagen. Aber die Busse im Freeway sehen etwas anders aus als bei der PB-Version. Ja, klar, das sind ja auch andere Entwickler. Deswegen, jo. Ich bin aktuell in den letzten, in den allerletzten Zügen meines Informatikstudiums und arbeite quasi schon studienbegleitend die ganze Zeit nicht mehr in dem Bereich. Also nur Programmieren und sowas man halt macht als Informatiker. Beta des Dobel 2, genau. Ist der drauf, Dobel. Jo, Mahlzeit, hi. Genau, um die 2 kommt direkt als nächstes. Wir sind gerade am Ausbaldovern, was wir, ja, ich schreibe auf Briefumschläge, den hatte ich gerade hier rumliegen. Also, auf die Liste Gelenkbus, aber Autobahn. Oh, danke, Steffo, dann machen wir den Business auf allem, was wir updated. So, und für den Lemü ist dann auch relativ viel offen. Kartentechnisch, ne, da können wir uns relativ weit ausbreiten. Aber theoretisch können wir das dann auch klären, wenn wir Alheim fahren. Da wir jetzt ja noch ein bisschen stehen, werde ich das, glaube ich, gerade mal ganz kurz in Angriff nehmen.
finde das gerade super, dass wir hier ein bisschen Standzeit haben, muss ich sagen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich noch voll viele Folgen hochgeladen habe, die ich noch gar nicht veröffentlicht habe. Wild. Was ist denn die 100 eigentlich? Ach, die Autobahn. Ja, das ist eine Safe-Call-Linie für den... Was ist das? Autobahn? Die fährt hier lang. Ja, ah, das ist... Ja, okay, das ist sowas von... Das ist sowas von die Setra-Linie. Zum Hund... Ah! Quasi der ALX. Nee, top. Also bin ich auch sehr für den Setra. Ja. Kann ich nur unterschreiben. Hätte ich auch Bock. Also machen wir. Dann brauche ich natürlich den Hofdatei. Weil der Krise brauchst du Hofdatei, ey. Merkel gibst du Hofdatei. Also, so machen wir mal. Machen wir Setter da hier. Wo haben wir Setter da? S45X. S hier da haben. So, es installiert nebenher. Weißt du, mache ich nach Umsichtstadt. Dann funktioniert alles. Mache ich einfach nebenher. Alles nebenher. Hamburg 73. Hamburg war auch in der Wunschliste. Das ist absolut korrekt. Ist auch eine gute Idee aus dem neuen Pack, finde ich, muss ich sagen, auch wieder irgendwie eine gute Sache. Ich bin sogar fast dafür, dass wir das ehrlich gesagt auch einfach genauso tun. Dann ist das jetzt festgelegt. Ich kopiere die Hovi-Datei da rein und dann wird das schon. Ich finde das gut. Ich würde sagen, die Demokratiephase ist abgeschlossen und wir machen das genauso. Ich weiß leider nicht mehr, wie das C2-Paket hieß, wo das drin stand. Boah. Eieiei. Ja, Just-in-Time-Installationen sind halt schwierig. Ich keine Ahnung mehr, wo das hier so ist. So schlimm heute. Wie so schlimm? So schlimm. Was? Ja, was wohl? Sag einfach nur ja oder nein. Ein bisschen. Okay. Diese Zugtoiletten sind halt auch einfach manchmal Zumutung. Wir haben halt eine neue Sorte mitgebracht. Oh Mist, es ist Abfahrt. Abfahrt! Zugbegleiterin wollte ins Bordrestaurant, glaube ich. Genau. Die hat sich was aus dem Bordrestaurant geholt und war noch auf der Zugtoilette. Und die Zugtoilette war so siffig. Und gerade die Klimaanlage im Zug, die ist ein bisschen frisch. Mach doch den Ventilator anders. Nein, das ist wichtig. Ist nicht wichtig. Wenn es kalt ist, machen wir den aus. Mir ist ja nur an den Schultern kalt. Der Rest ist nicht kalt. Wir haben auf jeden Fall Abfahrt. Du kannst ja mal wild auf Gleisen spielen. Okay. Guten Abend. Ich mal. Ihr wart beim Getränkeladen? Mhm. Okay. Hätte ja wahrscheinlich mehr Sorten, ne? Ja. Ich habe dir Überraschungswasser mitgebracht, das für dich ausgesucht wurde. Was da steht? Ja. Okay. Das was eine habe ich besonders? Ausgesucht, das andere eine andere. Was ist daran besonders? Das eine kennen wir noch gar nicht. Das haben wir noch nie gehabt. Warum ist eigentlich hier das Vorsignal gelb? Ach, schon, wir haben jetzt vorausfahrenden Zug. Ja, also ich darf wieder was über mein Szenario plappern. Und zwar, genau, fahren wir jetzt quasi... Jetzt haben wir einen vorausfahrenden Zug. Deswegen sind wir wahrscheinlich teilweise manchmal ein bisschen ausgebremst. So. Ich habe schon den Plan gemacht, was wir fahren. Hm. Magst du mal probieren? Nein, danke. 37. So. Was fahren wir denn? Den Lemus. Mhm.
in Hamburg und den S417 UL Business auf Alheim-Lauensbach updated mit dem Linien. Ich hab mich nicht aus der PCB befreit, glaube ich. Hoffe ich. Hab ich da drauf gedrückt? Weiß nicht. Also du hast bestimmt irgendwo auf der Tastatur gedrückt, aber ob du das gedrückt hast... Das wäre jetzt problematisch, weil wenn da vorne das halbseitige Signal ist, dann werden wir gezwangsgebremst. Oh nein! Da kann auch die SIFA-Zwangsbremsung nichts mehr sagen. Bin gestern im Bus fast erfroren, wusste gar nicht, dass der C2 so eine gute Klimaanlage hat. Davon ist cool. Ha! Wisst ihr, was noch eine viel coolere Klimaanlage hat? Der Iveco. Und zwar der Iveco in Ingelheim. In der Tat, das ist so ein mit Ullier zusammen irgendwie so ein Gedöns-Dingens. Das ist so ein wunderschöner Iveco. Ich hätte nicht gesagt, dass ich mal wunderschön und Iveco in einem Satz benutze, aber ich war direkt schockverliebt. Es war so, oh, er sieht so toll aus. Und dann bist du rein und da war der Schocktemperatur bedingt. Wir waren ja nämlich in Ingelheim. Vor ein paar Wochen. Ich glaube, ich hätte das schon mal grob angedeutet, aber du kannst gerne mal erzählen. Und da waren wir in einer richtig leckeren Pizzeria essen und haben uns, weil die Pizza so gut war, noch eine Pizza zum Mitnehmen geholt und dachten erst so, die braucht bestimmt ewig, bis sie kalt wird und dann ist es warm, weil man die Pizza trägt, aber die war ja so lecker und dann sind wir in diesen Bus eingestiegen. Ja, sagen wir mal, die Pizza war nachher schockgefrostet. Sie ist sehr schnell abgekühlt. Jo. Genau. Wollte ich gerade sagen, dass der Iveco der Hammer-Klima hat. Ja, mega. Aber das Ding ist aber auch voll das wilde Ding, weil es echt ein Iveco und Ullier mit dem Ullier-E-Bus-Aufbau ist quasi für einen E-Bus. Sieht also ich finde die Form und innen und ach, wunderschön. Hübsch. Also das Schiff nimmt immer noch einen sehr großen Raum in meinem Herzen ein. Es wird niemals ein Bus so toll wie das Schiff sein, aber... Also, nee, toller als das Schiff, aber der Iveco, den wir dort gesehen haben, der E-Iveco, der ist schon... Ich habe den Namen vergessen, ich wollte ihn jetzt droppen, aber ihr könnt selber mal Iveco und Ullier E-Bus suchen, da gibt es einen Namen dazu. Also erstmal, hi, hey zusammen, Eiszapfen an der Decke. Ja, so ungefähr hat sich das angefühlt. Der Livestream ist prinzipiell live, wir reagieren aber ein bisschen verzögert, also dürften so ein paar Sekunden. Boah, kannst du mal... Achso, nee. City E-Way. E-Way, genau. Das war das Ding. E-Way heißt der. Ullier. Genau, das ist richtig auch fett falsch geschrieben. Ja, aber das ist auch französisch. Heute jetzt. Ja, ich habe Ullier auch geschrieben. ja, der Iveco E-Way. Und er ist einfach so toll. Ja, ja. Das mit den Eiszapfen an der Decke, die verdammt cool sind. Oh yeah. Ist dieser Livestream verzögert oder live ohne Verzögerung? Ja. Was mich wieder dazu bringt, dass ich mal gerne wieder die Live-Latency irgendwie gecheckt hätte. So, das war früher voll das Gesprächsthema immer im Stream. Jetzt sehen wir nicht mehr, ne? Früher war immer die Live-Latency. Ja. Mofi, it's your turn. Ich kann jetzt halt leider keinen Rechtsklick machen und mal gucken. Mofi macht gerade eine 180-Grad-Wende. Und theoretisch kannst du auch mal, mach mal da wieder den Stream auf und dann mal einen Rechtsklick in das Bild. Und früher hieß das noch Statistiken für Nerds und das heißt es für Interessierte, was ich mir auch denke, ich hätte mich jetzt bei Nerd nicht diskriminiert gefühlt. Und ich stelle das für Live Latency und das mal vorlesen. Live Latency 6,27 okay. Sekunden. Denn das ist diese Verzögerung zwischen wir sagen was. Und dann gibt es natürlich noch den Delay zwischen wir lesen was und unser Kopf verarbeitet. Ja. Genau. Also so ungefähr nee, so warte, live wie. Warte. 6 Sekunden sind nee, eine legitime 5,7. Ja, es ist aber eine vollkommen legitime Zahl. Twitch ist, muss ich sagen, da glaube ich echt gut geworden. Also das wurde wirklich richtig, richtig wenig. Wie mache ich das jetzt wieder weg? Da ist ein X. Haben Sie schon mal auf den blauen Pfeil gedrückt? Ja. So, jetzt sind wir aber gleich da. Also. Ich will keinen Iveco fahren. Heul jetzt. Der MAN LC Euro 6 hat auch eine geile Klimaanlage. Ja, aber der sieht bestimmt nicht so cool aus wie der Iveco E... Wie heißt der nochmal? E-Way. Ja. E-Weg.
sind wir nicht auch an dem Wochenende dann mit dem New Line City gefahren? Also ja. Klar, also der normale Line City Euro 6 ist halt der, der sieht halt aus wie der normale Line City und der New Line City ist halt wirklich neu. Ja, okay, no shit, das steht im Namen, aber genau. Genau, und exakt, die Räder sind dann nämlich so komplett verdeckt. Also es sind nicht nur Radkappen, sondern die sind so verdeckt. Das fand ich erstmal weird. Ich muss mal gucken, ob das Signal, genau, anfangen, halt zeigen das Signal. Das ist nicht so. Ich fand es wunderschön. Ich fand, es sah so wunderschön, es sah so futuristisch aus, aber so richtig, ja. Boah, krass. Ja. Futuristischer Bus. Genau, ich glaube nämlich wirklich, also allein schon, wenn es nur 18 Grad waren, aber gefühlt ja. war es gefühlt wirklich nochmal kälter. Also es war genau dieses Wochenende. Meine Idee war ja, Flucht zu betreiben an diesem 38, 39 Grad Wochenende, wollte ich nicht zu Hause sein. Und genau an dem Wochenende hatte ich ja geplant, dass wir da hinfahren. Und es war wirklich mittags straight in der Sonne, so um 2 mittags. Halleluja, und dann sind wir da reingegangen und es war so... Boah, der Bus war da Krise, ey. Genau, wo in der Zug ist eigentlich, genau, ich habe mal ganz kurz eingeblendet, leider stimmt das nicht hundertprozentig, also wir kommen von Karlsruhe, waren gerade in Mannheim und fahren jetzt noch ein bisschen weiter bis Großrohrheim, leider gibt es halt die Beschilderung auf den Zug nicht, den tut mir ein bisschen leid, aber die Ecke stimmt auf jeden Fall. So. Oh, guck mal, gerne links steht ein Günni und hier kommt uns ein ICE entgegen. Hier ist doch, glaube ich, auch wahrscheinlich genau das gleiche Problem wie auch auf der Strecke zwischen, ne, bei Karlsruhe rum. Denn wir jetzt hier wieder auch die Strecke dann mit dem Fernverkehr teilen. Ich vermute mal, hier kommt auch wieder Verspätung her. Das ist, glaube ich, so ein... Teilen wir sie gerecht. Hätte ich jetzt fast übersehen. Wallerkrise. SIFA? Ne, nicht ganz PZB, aber so close... Ja, aber der hat ja gute Bremsen, der Süwex, ne? Sonst dürfte der auch gar nicht in der Zugart, an der obersten Zugart fahren. Ja, in der Schweiz hat am Donnerstagmittag ein Iveco Urban Way 12 Meter, 3 Türen gebrannt. Oh nein. Ach, bei normalen Iveco, muss ich sagen, habe ich nicht ganz so viel Mitleid. Ja. 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 Vom Urban Way ist er der die Stadtvariante. Oh, weißt du noch, wir hatten doch bei Kalf so einen richtig weirden Iveco, wahrscheinlich auch einen Urban Way gesehen. Ja. Wild. Also richtig olles Ding, ne? So ein olles Ding. So, jetzt müssen wir eigentlich doch diese... Wochenende! Boah. Ach, stimmt, das haben wir auch gar nicht erzählt. Aber erstmal müssen wir hier an den... Jetzt müssen wir erstmal machen so... Düm, düm. Sehr geehrte Fahrgäste, wegen der Verspätung... Nee, da gibt es auch immer diese Meldungen, die dann halt kommen. Also es gibt auch immer dieses... ich halte das auch heute mit. Düm, düm. Bitte aus dem Türbereich zurücktreten, sonst blablabla. Also es gibt ja diese automatischen Knöpfe für so ein paar Sachen. Und es gibt auch eins mit... Sehr geehrte Fahrgäste, wegen, keine Ahnung, eines haltzeigenden Signals verzögert sich unsere Weiterfahrt um wenige Minuten. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ich hatte letztens eine Durchsage in der Bahn, weil es so voll war. Und naja, also, als ich die Ansage gehört habe, dachte ich mir, okay, da hat sich bestimmt jemand beschwert. Es kam aus dem Nichts die Ansage, also wirklich eine abgespielte Ansage aus... damit Sie alle sicher reisen können, liebe Fahrgäste, damit Sie alle sicher reisen können, ist es wichtig, dass, und dann sowas wie Rollstuhlplätze freihalten, Fahrraddingen verstehe ich. Den Fahrrädern vorbehalten. Weißt du aber, wie ich das relaten kann? Ich bin heute Quietschi gefahren. Und bei Quietschi ist ja die Toilette... in dem Fahrradbereich quasi, ne? Und da steht so extra das Ding, da wo der Gang schmal ist, weil da die Toilette ist, keine Fahrräder und keine Kinder wegen. Was war genau da? Weil in dem anderen Bereich Leute mit ihrem Arsch auf den Klappsitzen saßen, genau, Kinderwagen und Räder. Ich kam halt nicht mehr aufs Klo, bis ich aussteigen musste. Das hat mich schon so ein bisschen getriggert, muss ich sagen. Also ich finde das... Also da waren voll viele Sachen und so und ja, und bieten Sie bitte ja. Fahrgästen bla ihren Sitzplatz an und ach... Ich dachte mir so, okay, also da hat sich safe jemand beschwert, weil wir sind erst losgefahren, es war nichts. Und auf einmal kam diese Ansage und dachte ich mir so, mhm. Jo. So, der vor uns liegende Streckenabschnitt ist noch durch einen anderen Zug belegt. Wir werden unsere Fahrt in Kürze fortsetzen. Genau. Und dann, wenn du im Bahnhof stehst und halt dann noch, Nächste Station, Bürstadt. Es besteht Übergang zum übrigen Regionalverkehr bis 20.30 Uhr.
Und dann gibt's halt in Fahrtrichtung. Sehr geehrte Fahrgäste, unsere Weiterfahrt verzögert sich um einige Minuten. Der Grund dafür ist ein halt zeigendes Signal. Danke für Ihr Verständnis. Ja, das klingt wieder wie so ein selbstgesprochenes Ding. Aber es gibt ja dieses automatische mit, aufgrund der Vorfahrt eines anderen Zuges verzögert sich unsere Weiterfahrt. Also das ist dann halt, wenn du halt am Bahnhof stehst und dann halt einen Zug. Oder da gibt es auch noch wegen der Überholung durch einen anderen Zug. Das ist halt auch immer belastend. So, ist rot. Ah ne, guck mal, hier war der 500 Hertz Magnet da vorne, das ist glaube ich grün. Ja. Easy, so bin ich gleich da. Aber es war aber auch wild lang, ne? Ja. Oh ja, die Fernbusfunkleute Ansagen, stimmt. I remember. Ich mag Fernbusfunkleute. Nee, aber wenn du, hast du schon die Ansage komplett gehört? Ja. Ich hab doch mal offscreen für dich gespielt. Ach, du hast die nicht abgebrochen. Früher konnte man die nicht abbrechen. Das ist die Lok, glaube ich. Ja, warte mal. Nee, da steht sogar noch... Harlikon! Ja, aber da ist sogar noch... Da sind sogar noch bei Easter Eggs bei. Aber die sieht man jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich, oder? Lass mal ganz kurz gucken. Steht das dann vorne oder auf der Seite? Vorne steht es scheinbar nicht. Dann steht es wohl auf der Seite. Also... Es sind noch ein paar lustige so Easter Eggs drauf und so. Was ich weird finde, dass da auch, was ist so ja, finde ich auf jeden Fall lustig. Ich habe das Repaint gesehen, habe mir gedacht, okay, und dann werden einfach noch Namen gedroppt und so. Es ist schon irgendwie witzig. Also, ja. So auf der Fahrerseite, also wie quasi im ETS dann halt. So. Jetzt halten wir nur noch in Popstadt. Das klingt auch schon so. Ach, allein schon, dass die Ansage gesagt hat, bis zum übrigen Regionalverkehr bis 20 Uhr, wenn auch wahrscheinlich die Bahnsteige hier hochgeklappt. 20.30 Uhr. Ach, 20.30 Uhr. Oh, da fährt nochmal einer. Danach kommt Biblis und dann ist Groß-Rohrheim, für das leider keine Ansage gibt. Müssen wir improvisieren. Du bist die Zugbegleiterin, du musst das... Hast du auch die Fahrkarten kontrolliert? Haben alle 9-Euro-Ticket? Sind die alle nee, nett? Da hat sich jemand in der Toilette eingesperrt und hat dort auch noch randaliert. Also deswegen hat es so lange gedauert und danach hatte ich absolut keine Lust mehr. Hab erst mir mal einen Raumerfrischer geholt und was Neues zu trinken, bisschen was gegessen, weil also... Hast du im anderen Führerschein gechillt, ne? Ja, weil ging nicht mehr. Wild. Diese Fahrgäste, ey. Weißt du, 9 Euro. Und dann sind das wieder solche gewesen mit Gucci-Bag und so. Oh, so ich hatte ich aber auch einen Zug, wo ich mir gedacht habe, Alter, ihr fahrt sonst nie zu. Und ja, lass mal dann zu Gucci und so. Ja, zu Gucci gehen, ja. Aber sich kein 9-Euro-Ticket kaufen können. Also es sind einfach falsche Prioritäten. Und ich habe übertrieben, also quantitativ übertrieben, viele Leute gesehen, die mit, also auch heute wieder, wir hatten das auch schon neulich, heute wieder auch Leute, die einfach fett Party gemacht haben, weißt du, morgens um 10 Kiste Bier im Zug und auf Lautsprecher. Wochenende. Genau. Irgendwelche Party-Mucke-Dingens schlechte da. Party. Aber irgendwas an diesem einen Lied fand ich begeistert. Ich kannte es vorher nicht, aber eine Line fand ich irgendwie gut. Ah, das gut. Mit dem, irgendwas mit Blau oder nicht? Hart probiert. Ah, genau, irgendwas... Mit ja, das ist aber auch schwierig jetzt für... Nee, ich glaube, es ist kein Thema für... Ja. Ja. Bei uns gab es eine Zeit lang in der S-Bahn eine Ansage. Halten Sie die Türen beim Ein- und Aussteigen frei. Die dauerte eine ganze Station. Warte mal, beim Ein- und Aussteigen die Tür frei halten. Ja. Harlikon Media wurde zurzeit den C2 Stadtbusfamilie im Entwicklung. Ja, genau. Und... Diese automatischen Sonderansagen hat auch Ingo Ruff eingesprochen. Die Ansagen, die man im Szenario hört, sind von Ingo Ruff. Leider halt nicht für dieses Szenario, sondern die sind... Weißt du was? Wer vorgestern von uns gegangen ist? Nee, wahrscheinlich nie mitbekommen. William Kohn. Wild. Ich habe neulich halt, ne, also es war irgendwann mal Peter Lustig, danach hat ja noch der den Nachbarn gespielt hat, da ihm noch quasi einen Nachruf irgendwie und der ist dann auch kurz danach, der den Herr Paschulke gespielt hat. So, weil die waren ja auch halt über die Jahre halt echt close geworden und so, das war auch schon so eine Welle. Okay, das hätte ich jetzt aber auch nicht erwartet. Der ist erst 65 geworden. Das passiert halt, ne. Wie heißt das? Memento Mori, ne. Nach dem Einlauf. Ja, aber es habe ich heute so mitgekriegt, dachte mir so. Ja. Kein Klump mehr. Ja, so ist es. Meine Legende. Leute sind vergänglich. Ja. Wie eine gute Stimmung. Wer wenn war man denn das? ZDF-Magazin, also Neo-Magazin Royal gucken. Ach so. Von früher.
Ja, das Intro hat er ja auch immer gesprochen. Das ist ja das Ding, ja. Neo Magazin Royal. Ach, die Stimme war halt schon auch einfach. Böhmermann. Ach, ja. Ja, aber warte mal, welches Lied ich wirklich letztes Mal und dieses Mal gehört habe auf dem Lautsprecher von den, von, also waren andere Asis. Boah, ich weiß auch nicht mehr, das ist auch zurzeit wahrscheinlich voll in. Warte mal, ach ja, ich weiß, es ist auch kein Thema, was man es hier bespricht, aber die Betreiberin eines horizontalen Gewerbes, die Laila heißt, das habe ich jetzt heute auch schon so oft gehört. Ja, aber mit, ich weiß, ich kann das nicht, aber ich fand es, also mich hat es irgendwie, sonst stört mich das manchmal so, bin ich so der Allmann, den das dann stört, aber weiß ich nicht, ich habe mich dann einfach woanders hingesetzt und dann war irgendwie gut, aber das Ding ist, ich denke mir immer schon, wenn die Leute dann nicht über Handy-Lautsprecher laufen lassen, sondern halt eine Box mitnehmen, klingt das wenigstens nach was. Also aber das sind das, trotzdem... Ja, mich hat das eher, was mich mehr gestört hat, auf der Rückfahrt das kleine Kind ein Handy in die Hand gedrückt und dann so ein Kinder-Plutschi-Plutschi, weiß ich nicht, YouTube-Video mit so Kinderliedern. Das, finde ich, geht mir mehr auf den Sack. Weil, finde ich, Kinder, wenn die schreien, klar ist das dann Symptombekämpfung, wenn du denen halt direkt ein digitales Gerät in die Hand drückst, aber das macht ja langfristig die Aufmerksamkeitsproblematik von dem Kind halt noch schlimmer. Kannst du auch nicht einem, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre alten Baby immer, wenn es halt schreit, das passiert halt aber leider. Ich finde es unfassbar problematisch. Und diese Kinderlieder, boah, eins konnte ich auch schon mitsingen. Also Baby Shark war mal immer voll so das Ding, das habe ich auch dauernd Baby Shark, nee, Baby Shark, da gibt es so eine neue, so eine kindlichere Version. Ach so. Baby Shark, das ist, glaube ich, eines der also literally, ich glaube, das ist das allermeist. Dann am besten Judah mit Holz abspielen. Das ist das auf YouTube, auf Gesamt-YouTube, am aller, überhaupt am meist geklickteste Video der Welt, glaube ich. Baby Shark. Ich recherchiere das mal. Ich kann das auch mal ganz kurz sehen. Wir haben noch ein bisschen. Heute ist circa 5 Minuten später. Baby Shark YouTube. Ja, genau. Also, ich glaube, das ist wirklich. Also, das hat halt. Liste. Genau. Warte mal. Also, 10 Milliarden Aufrufe auf YouTube. Also, das hat rechnerisch. Baby Shark Dance. Ja, genau. Also, allein, dass es Milliarden... 10,1 Milliarden, gefolgt von Despacito. Ah, was Mofi gerade gegessen hat. War das nicht mal das... Ja. Ja. Dann... Alter, Johnny, Johnny, Milliarden. Yes, Papa. Sagt mir okay. Das Lied. Ja. Dann Shape of You von Ed Sheeran. Und Video, und erst das Top-8-Video ist das erste Nicht-Musik-Video. Ja. Das hat mich auch mal interessiert. Dann Shape of You. Ach, Ed Sheeran. Dann See You Again. Von Fast and Furious, da wo der Schauspieler während der Dreharbeiten gestorben ist, weil er Krebs hatte. Dann der Bath-Song, was auch immer das ist. Nursery, ist ja auch ein Kinderlied. Baby Shark, Baby Shark. Dann irgendwas, was sich russisch anhört. Ist wahrscheinlich auch und halt dann Mascha und der Bär. Ach süß, das ist eine Kinderserie mit so einem kleinen Kind, das die ganze Zeit Unsinn macht und der Bär das aufpasst. Aber das, dann der ist doch, aufpasst. Damit ist doch belegt, dass YouTube in dieser Kinderbubble voll das Thema ist. Ja. Also ich habe echt vor ein paar Jahren, als YouTube Kids eingeführt haben, habe ich mir so gedacht, hey, habt ihr jetzt nicht andere Probleme so? Nee, also, das was ist soll tatsächlich. Dann kommt Uptown Funk, das Lied kenne ich auch noch. Ja. Phonics Song with two words. A for Apple. Ach du meine Güte, auch so ein Kinderlied. A for Apple, B for... Mhm. Dann kommt Gangnam Style. Okay, also die Top 11, davon kennen wir schon mal sehr viel. Dann 12 sagt mir jetzt wieder nichts. Also 13 ist ein Maroon 5 Song. The wheels on the bus go round and round. Aber ich glaube, Nursery Rhymes. Aber das passiert doch aber genau so. Eltern haben nervige Kinder, drücken ihnen ihren Scheiß in die Hand. So, Tag, Kollege. Und spielen es halt 20 Mal ab. Und Kind will immer wieder genau das Lied haben. Okay, so, und dann kommt Katy Perry mit Raw und Justin Bieber. Oh mein Gott. Dann kommt One Republic mit Counting Stars. Also aber ab dem Top 11 geht's komplett runter. Also wir aber sind davor bei 10. Also basically, bis aufs ja, ist alles Musik. Alles Musik.
So, sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in Kürze Großrohrheim. Auf Gleis 3 beachten Sie. Unsere Fahrt endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die hier aussteigen, und wünsche Ihnen noch eine angenehme Reise. Ihre S-Bahn Rhein-Neckar-Gedöns. So, alle aus hier. Wunderschön. Oh, hier ist das Haar. Mist. Nein, ich habe das. Diese Zugfahrt endet dort. Oh, das habe ich sogar eingebaut. Stimmt, ja. Fahrgäste auszusteigen. So. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja. Oh, mal ganz kurz. Ich wollte das noch ganz kurz einwerfen. Diese Ausstiegsansagen, die waren doch genau dann relevant, als du noch nicht eine Freigabe auf eine bestimmte Richtung geben konntest und du halt die Tür noch wie N-Wagen halt so aufmachen musstest. Das ist doch jetzt halt eigentlich literally irgendwie nicht so relevant, oder? Weil jetzt kannst du gar nicht mehr falsch aussteigen. Ja. Außer halt der Triebfahrzeugführer macht es auf der falschen Seite. Okay, aber wir sind da. Ich bin jetzt aber auch, muss ich sagen, glücklich. Es war jetzt schon auch sehr lang. Ich sag mal, vielleicht wirst du schauen. Vielleicht wirst du dabei sein. Wir machen so einen Omsi. Ich glaube, das ist etwas convenienterer. Boah, das war schon wild. Ja, es war sehr lang. Ich hoffe, ihr fandet das Szenario auch ein bisschen cool. Also, ich bin es, glaube ich, auch noch fast nie in voller Länge gefahren. War schon sehr viel passiert, aber es hat sogar Automaten. Ich habe überall nicht angehalten. Achso, keine Ahnung. Macht's auf jeden Fall gut. Bis gleich. Tschüss.